Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen an den Bildschirmen zu Hause und hier meine lieben Gäste in der Landesvertretung des Landes Niedersachsen hier in Berlin. Mein Name ist Matthias Schulze-Steimann. Ich bin Agraringenieur und einer von zwei Chefredakteuren der Top Agrar. Und heute lädt die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein. Und der Titel lässt aufhorchen. Ist die Milch der neue Diesel? Das, so lautet der Titel dieser Veranstaltung und so lautete bereits eine Schlagzeile der Wirtschaftswoche, die viele in der Branche berührt hat. Der Vergleich hinkt ein Stück, denn bei der Milch geht es nicht um den nächsten Luxusschlitten, sondern um ein Lebensmittel. Und doch gibt es Parallelen. Die Emotionalität der Debatte, die wirtschaftliche Bedeutung der Branchen, die Diskussionen um CO2-Fußabdrücke und um Nachhaltigkeit und insbesondere die wachsende Konkurrenz um vermeintlich nachhaltigere und klimaschonendere Alternativen. Nur heißen diese eben bei der Milch nicht Wasserstoff und Elektro, sondern Haferdrink und Mandelshake. Wir müssen also reden, meine Damen und Herren, was passiert, wenn Aldi beim Thema Tierwohl am Gesetzgeber auf der Überholspur vorbeizieht, wie wir in der Kommunikation endlich die PS auf die Straße bekommen und was wir von der Automobilindustrie in den Klima- und Nachhaltigkeitsdiskussionen lernen können. Das alles werden wir tun und das wird keine Einbahnstraße werden. Wir haben Menschen eingeladen mit Stefan Lützenkirchen, mit Winnie Sonntag und Carsten Schmal, die etwas zu sagen haben. Und Sie, meine Damen und Herren, sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, sich einzubringen. Bringen Sie sich in Slido über Fragen ein, melden Sie sich hier bei den Saalmikrofonen an den Bildschirm ein. Bevor wir in wenigen Minuten in die Impulsvorträge und in die Podiumsdiskussion starten, freue ich mich gleich, zwei wichtige Gestalter der Milchwirtschaft für Grußworte auf die Bühne bitten zu dürfen. Carsten Schmal und Jan Heusmann werden für den Deutschen Bauernverband und die Landesvereinigung der Milchwirtschaft an ihrer Blickrichtung uns an der heutigen Veranstaltung teilhaben lassen. Den Anfang macht Herr Heusmann. Lieber Heusmann, die Bühne gehört Ihnen. Ja, herzlichen Dank, Herr Schulze-Steinmann, für die nette Begrüßung. Mir ist aufgefallen, Sie nennen die Landesvereinigung Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen schon in einem Wort. Die Landesvereinigung Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Noch sind wir getrennt, aber wir haben das gemeinsame Format Dialog Milch. Und mich freut, dass das eben auch so wahrgenommen wird als wirklich gemeinsame Veranstaltung. Plakette, Überholspur, Katalysator, PS, was hat das mit Milch zu tun? Als Vorsitzender der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen heiße ich Sie auch im Namen meines Kollegen Herbert Hein, der heute leider verhindert ist, recht herzlich willkommen hier live in der Landesvertretung in Berlin und an den Bildschirmen und wo immer Sie uns zuschauen. Gemeinsam sind wir heute eben mit der Landesvereinigung der Milch Nordrhein-Westfalen als Initiative Dialog Milch hier unterwegs. Und insofern freue ich mich, Sie begrüßen zu dürfen, auch im Namen unserer Kollegen Wilhelm Brüggemeier, Hans Stöcker und Benedikt Langemeier, mit denen wir eben diese Veranstaltung gemeinsam anbieten. Als Gäste des Abends vorstellen und begrüßen möchte ich eben diejenigen, die hier bei uns live und in Farbe dabei sind. Und ich freue mich besonders, dass Kees de Vries, mit dem wir vorhin schon eine interessante Diskussion führen durften, als milchpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag die Gelegenheit wahrgenommen hat und hier auch heute Abend bei uns ist und die Diskussion mitverfolgt. Als Ausreichrichter vieler milchpolitischer dieser milchpolitischen Veranstaltung stehen wir in einem Netzwerk mit vielen anderen Bundes- und Landesverbänden. Und aus diesem Netzwerk sind eben auch viele dabei. Ludwig Börger vom Deutschen Bauernverband und Geschäftsführer QM Milch ist anwesend. Ebenso wie Frau Bianca Teuschner von QM Milch, Herr Harnisch vom Deutschen Raiffeisenverband ist unter uns. Herzlich willkommen, Frau Kerstin Wried als neue Geschäftsführerin der bundesweiten Initiative Milch GmbH. Merle Denker vom VDM ist dabei. Und ich weiß, es haben sich viele andere angemeldet, die eben an den Bildschirmen heute uns folgen.
Mit dabei ist heute auch eine Ann-Kathrin Michel, die sich im Rahmen von Dialog Milch als Botschafterin engagiert. Und das sind eben unsere Formate, wo wir eben auch nah an die Verbraucher rankommen. Last but not least, unsere Hauptakteure des heutigen Abends, und sie sind eben schon namentlich genannt worden, Carsten Schmal, der Vizepräsident und sogenannte Milchpräsident des Deutschen Bauernverbandes. Herzlich willkommen, Carsten, hier bei uns. Dann Herr Stefan Lützenkirchen, und das ist schon die Verbindung, die eben ausgelöst durch den Titel in der Wirtschaftswoche ist, Milch der neue Diesel, uns darauf gebracht hat, eben einen Kommunikationsexperten aus der Automobilbranche dazu zu bitten. Und ich habe mit Freude wahrgenommen, Sie sind nun nicht mehr beim Konzern, aber Sie waren bei PSA. Ich fahre einen Citroën, also Sie sind mir sympathisch. Dr. Vini Isabel Sonntag von der Georg-Albrecht-Universität Göttingen. Ihr Fachgebiet ist das Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte. Die wird ebenso auf dem Podium sein. Und die Moderation, das haben wir eben schon gesehen, wird Herr Schulze Steinmann, der Chefredakteur oder einer der beiden Chefredakteure der Top Agrar, sein. Und die Top Agrar ist allen bekannt als eine landwirtschaftliche Fachzeitschrift mit der weitesten Verbreitung eben in Deutschland. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, der heutige Abend steht unter dem provozierenden Titel »Ist Milch der neue Diesel?« Kommt Ihnen bekannt vor, der Artikel eben von Mario Brück in der Wirtschaftswoche wurde schon mehrfach angesprochen und vielleicht hat der ein oder andere ihn auch noch im Gedächtnis geblieben, ist er vor allen Dingen eben den Akteuren auch in der Milchwirtschaft, die eben schon alarmiert waren davon oder aufgeschreckt wurden, eben in diesen Kontext gestellt zu werden, weil wir erinnern uns ja an den Dieselskandal. Da war durchaus auch kriminelle Energie im Spiel und das ist noch was ganz anderes als die Diskussion, in der wir uns eigentlich wähnen. Aber das soll heute eben auch besprochen werden. Ja, die Milchwirtschaft in Deutschland befindet sich im Umbruch und steht vor großen Herausforderungen, wirtschaftlich, ethisch, gesellschaftlich, politisch. Und Fakt ist auch, dass die Milch in bestimmten Kreisen auch unter Beschuss steht. Stichworte sind da sicher einmal der Klimaschutz, aber durchaus eben auch Menschen, die die Tierhaltung eben insgesamt ablehnen und uns insofern eben auch kritisch gegenüberstehen. Insbesondere das Thema Nachhaltigkeit ist ein wichtiges und heute wird eben für alles der CO2-Fußabdruck gefordert, für Autos, für Flugreisen, aber eben inzwischen auch für das Glas Milch. Ist es aber nicht ein Unterschied, ob ich ein Luxusgut betrachte oder eben ein Grundnahrungsmittel, sind das nicht zwei verschiedene Paar Schuhe? Zudem ist die Milchbranche beim Thema Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz lange engagiert. In der gesamten Kette von der Erzeugung bis zur Verarbeitung werden zahlreiche Anstrengungen unternommen, die Klimaauswirkungen der Milchproduktion zu reduzieren. Die für die Milcherzeugung hervorragenden Umweltbedingungen und das gute Know-how der deutschen Milcherzeuger tragen dazu bei, dass der CO2-Fußabdruck der deutschen Milcherzeugung zu den geringsten im weltweiten Vergleich zählt. Und weitere Optimierungen stehen uns ins Haus. Zunehmend werden Mist und Gülle der Tiere zur Stromerzeugung in Biogasanlagen genutzt, es werden Methanemissionen vermieden und es wird erneuerbare Energie erzeugt. Auch wenn die so erzeugte Energie nach der Systematik des Weltklimarates dem Bereich der Energieerzeugung und nicht der Landwirtschaft als positiver Beitrag zugerechnet wird, so muss man meiner Meinung nach in einer Gesamtbetrachtung aber auch den Zusammenhang mit der Milcherzeugung sehen, denn ohne diese Milcherzeugung wäre die so erzeugte Energie nicht vorhanden. Viele Betriebe arbeiten daran, die Stickstoffverluste im Betrieb zu minimieren und die betrieblichen Nährstoffkreisläufe zu optimieren, was wegen der energieaufwendigen Herstellung industriell hergestellter Stickstoffdünger auch ein großes Einsparpotenzial bringt.
Als Teil der Wahrheit müssen wir aber anerkennen, dass nach unserem heutigen Wissen, und das sagen uns deutsche Fachleute, der CO2-Fußabdruck der Milch nicht auf Null gebracht werden kann. Aber auch da gibt es eine Studie des WWF aus dem Frühjahr für amerikanische Milchviehbetriebe, wo genau das doch eine dargestellt wird, dass man eben mit bestimmten Anpassungen vielleicht doch das auch erreichen kann, das Ziel. Es gibt also eine viel Gesprächsbedarf. Und eben ja, dieser Fakt, dass wir meinen, wahrscheinlich wird es eben bei einem gewissen CO2-Fußabdruck bleiben, ist das eben ein Handicap schon in unserer Kommunikation? Oder müssen wir eben doch diesen ganzheitlichen Blick nehmen, müssen Dinge zusammenbringen, die vielleicht nach der Systematik manchmal anders gesehen werden, und müssen eben auch in Rechnung stellen, dass wir eben mit Lebensmitteln zu tun haben und vielleicht auch ein anderer Blick da notwendig wird. Im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit werden die Milchalternativen oft in den Himmel gelobt und sie bewegen sich sozusagen mit viel PS in der Kommunikation auf der Überholspur. Bei unserer Kuhmilch gewinnt man den Eindruck, sie steht immer wieder am Pranger, und da drängt sich die Frage auf, ist eben Milch der neue Diesel? Und das ist eben der Grund, Herr Lützenkirchen, wir wollen uns heute, glaube ich, weniger damit beschäftigen, also was ist nun dran an dieser amerikanischen WWF-Studie, wie weit können wir das tatsächlich runterführen. Ich glaube, das können wir heute noch gar nicht genau sagen. Es wird noch viel Forschung notwendig sein, die Dinge, die kommen in Gang, und die Lebensmittelbranche stellt sich auch darauf ein und man wird immer genauer nachgucken. Aber heute unser Ansatz liegt ganz klar darin, wie gehen wir eben kommunikativ damit um. Wir sind zutiefst überzeugt, dass wir in einer Branche leben oder arbeiten, die auch in Zukunft ihre Bedeutung hat, die ihre feste Verankerung eben in dem Gesamtmix der Lebensmittel hat. Und wie gehen wir eben kommunikativ damit um, und insbesondere schaffen es auch, dass unsere jungen Leute eben nicht abgeschreckt werden durch diese Diskussion. Das ist eine große Gefahr, die wir sehen, sondern dass sie eben auch den Mut bekommen, aktiv an der Veränderung der Branche mitzuwirken und sich diesen Herausforderungen zu stellen. Und ich freue mich jetzt auf einen intensiven Austausch mit Ihnen und fordere Sie auf, sich aktiv zu beteiligen. Herzlichen Dank. Ja, sehr geehrter Bundestagsabgeordneter Käse-Fries, sehr geehrter Häusmann, Herr Brüggemeier, sehr geehrter Hans Stöcker, sehr geehrter Langemeier, meine Damen und Herren, aber vor allen Dingen, liebe Berufskollegen, auch an den Bildschirmen, ich freue mich natürlich sehr, Sie heute hier auch mit begrüßen zu dürfen, mit Ihnen gemeinsam über das hochaktuelle Thema Milch, Klimawirkung, aber auch Image und Nachhaltigkeit zu diskutieren und uns über den Weg zu einer, ja, wir haben es beschrieben in der Einladung, grünen Milchplakette auszutauschen. Zunächst erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Es ist mal wieder schön, auch in Teilpräsenz hier in Berlin sein zu dürfen, nach so langer Zeit nur vorm Video, und deshalb freue ich mich auch gleich auf die Diskussion. Ja, und wie schon in der Einladung von Dialog Milch richtig formuliert, werden wir heute nicht über einen Luxusschlitten reden, sondern über ein Grundnahrungsmittel, welches meiner Ansicht nach alternativlos ist. Auch wenn die Hersteller von pflanzlichen Drinks hier dem Verbraucher manchmal etwas anderes suggerieren wollen. Für mich besteht da nur eine Gemeinsamkeit, und das ist die weiße Farbe. Milch verdient zu Recht die Einordnung als Grundnahrungsmittel. Mit ihren zahlreichen positiven Inhaltsstoffen stellt Milch einen ganz, ganz wichtigen Baustein in unserer menschlichen Ernährung dar. Ja, und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt ja sogar rund 250 Milliliter Milch bzw. Milchprodukte sowie rund 50 Gramm Käse am Tag als Orientierungswert für die gesunde Ernährung eines Menschen. Gerade von den ernährungsphysiologischen Vorteilen müssen wir der Öffentlichkeit, und da bin ich fest von überzeugt, stärker berichten und in diesem Sinne das Image unserer Milch beim Verbraucher wieder positiv besetzen. Ich sage es nochmal, Milch ist ein nahrhaftes Naturprodukt. Auch müssen wir davon stärker berichten, was wir als Milcherzeuger und Milchbranche beim Klimaschutz leisten. Jan Häusmann hat eben einige Dinge schon angesprochen.
Und wir müssen auch darüber berichten, was wir bereits erreicht haben und wo wir eigentlich hinwollen. Ich erinnere hier zum Beispiel nur an die Reduzierung der Methanemissionen aus der Verdauung von Rindern und dem Wirtschaftsdüngermanagement um rund 27% im Vergleich zum Jahr 1990. Ich denke, das ist eine Zahl, die man durchaus auch mal in der Öffentlichkeit anbringen kann. Wir brauchen zudem eine klare öffentliche Klarstellung, dass Methan der Kuh in seiner Klimawirkung eben nicht vergleichbar ist mit Treibhausgasen aus fossilen Quellen. Aber hier werden wir nachher schön die Gelegenheit haben, bei der Diskussion darauf mal genauer einzugehen. Es ist ganz wichtig zu zeigen, welche Rolle die Milchviehhaltung für die Umwelt im positiven Sinne spielt und welche Umweltleistungen erst durch die Milchvieh- und Rinderhaltung möglich werden. Ich denke zum Beispiel an den Grünlanderhalt und die dadurch traditionell geprägten Landschaften, die ländliche Vitalität und Vielfalt, die Biodiversität sowie die Biomasseerzeugung. Das alles kann Milch, und ich sage es hier ganz klar, Klimaschutz geht besser mit uns Bauern. Für all das brauchen wir die entsprechenden Kommunikationskanäle. Einen wichtigen bundesübergreifenden Kanal hat die Branche jetzt schon gemeinsam geschaffen. Die Initiative Milch und die Frau Vriet, die Geschäftsführerin, die neu ist, ja auch hier, hat zum 1. Juni zum Internationalen Tag der Milch die Arbeit aufgenommen und ein klares Bekenntnis zur Milch gesetzt. Ohne Milch, ohne mich. Neben den Bereichen Ernährung, Produktvielfalt und Produktion wird auch das Thema Nachhaltigkeit hier eine ganz wesentliche Rolle spielen. Getreu dem Motto, tue Gutes und rede darüber. Ich habe immer gesagt, wir müssen in der Kette unsere Geschichte selber erzählen, denn kein anderer tut es für uns. Und da haben wir jetzt verstärkt mit begonnen und ich bin ganz positiv gestimmt, dass wir hier auch Akzente setzen werden. Ich setze hier die große Hoffnung in die Arbeit der Initiative, aber auch in die Arbeit der Landesvereinigungen. Ihre Arbeit ist von großer Bedeutung in den Regionen und für das Setzen von wichtigen Impulsen, wie auch diese Veranstaltung hier heute Abend in Berlin zeigt. Nun ist Kommunikation kein reiner Selbstzweck, sondern wir wollen über ein positives Image vor allem die Wertschöpfung unserer Milch erhöhen. Dies ist vor dem Hintergrund enorm steigender Produktionskosten aufgrund politischer Auflagen, Düngeverordnung, Tierwohlanforderungen, aber auch gesellschaftliche Ansprüche und zunehmender Extremwetterlagen, Dürre, Hochwasser von hoher Dringlichkeit für unsere Milchviehbetriebe. Das zeigen auch die Proteste im letzten Jahr als Ausdruck der angespannten wirtschaftlichen Situation und Stimmungslage auf unseren Milchviehbetrieben. Dies bedeutet, es muss mehr Geld auf die Höfe unserer Milchbauern und die Erzeugerpreise müssen langfristig weiter rauf. Hier sehe ich vor allem den Handel sowie die Molkereien in der Pflicht, höher, schneller, weiter in den Produktionsbedingungen ohne einen finanziellen Ausgleich halte ich auf Dauer nicht für möglich. Auch die Politik ist angemahnt und wir haben es vorhin im Gespräch mit Kees de Vries schon diskutiert, die steigenden ordnungsrechtlichen induzierten Kosten durch eine entsprechende Flankierung abzufedern. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich nun darauf, mit Ihnen hier und jetzt gemeinsam zu diskutieren, wie wir die Milch im positiven Sinn weiter nach vorne bringen können. Uns allen wünsche ich einen spannenden, aufschlussreichen Austausch heute Abend. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Schmal, lieber Herr Heusmann, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Sie, Herr Schmal, werden uns ja in der Podiumsdiskussion auch noch erhalten bleiben. Und Sie, Herr Heusmann, haben hier nicht nur mit Dialog Milch einen tollen Rahmen geschaffen und eine wichtige Debatte angestoßen, sondern auch mit der einen oder anderen Autometapher schon eine ganz gute Brücke geschlagen für die Diskussion. Und dafür ist es uns gelungen, einen echten Experten zu engagieren. Stefan Lützenkirchen kennt das Automobilgeschäft seit 30 Jahren aus verschiedenen Perspektiven und er begleitet heute Marktteilnehmer bei den Themen Digitalisierung, bei dem Thema Geschäftsmodellentwicklung und beim Thema Change Management. Herr Lützenkirchen, Sie haben uns im Vorfeld bei der Frage nach den Parallelen und den Unterschieden zwischen Milch und Diesel gesagt, die Frage irritiert und doch gibt es Verbindungen. Am Ende geht es um Transparenz, Verlässlichkeit und Vertrauen. Was heißt das konkret, Herr Lützenkirchen? Die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank. So, da war auch
ein Gerät, um mich hier nicht selbst zu sehen, sondern das, was ich Ihnen erzählen möchte. An einem Tag wie heute merkt man ja, wie wertvoll es ist, ein Auto in der Garage zu haben und sich morgens gut zu ernähren, um durch so einen Streiktag zu kommen. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Das war alles andere als sicher. Herr Weselski hat es aber nicht geschafft. Deshalb vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, heute hier zu sein. Ich habe schon zu schnell gedrückt. Ist die Milch der neue Diesel? Erstmal muss man großen Respekt zollen, dem Autor von der Wirtschaftswoche diese dichte Zuspitzung hinzukriegen, in einem Satz das in einen Zusammenhang zu bringen. Aber es verdient mindestens genauso einen Respekt den Veranstaltern gegenüber, heute hier das Thema auf die Bühne zu holen. Denn es gibt da durchaus Parallelen und ich freue mich wirklich sehr, dass ich zu dieser Veranstaltung eingeladen wurde und heute mit Ihnen darüber sprechen kann. Das Ganze natürlich mit recht sicherem Stand, was das Thema, jetzt erklären, das Ding nicht soll an die Decke halten, jetzt geht's. Das Ganze mit relativ sicherem Stand, wenn es ums Automobil geht, weil ich in der Tat seit 30 Jahren in dem Geschäft unterwegs bin, lange für den zweitgrößten Hersteller in Europa arbeiten durfte. Spricht für Ihren guten Automobilgeschmack, dass Sie ein Citroën fahren. Mein Herz schlägt auch für die Marke nach wie vor. Und habe in dieser Zeit, in diesen Jahren, allein eine Dekade als Direktor Kommunikation und externe Beziehung, diese ganzen Umstände, die wir jetzt eben schon in den Vorbemerkungen zu Recht gehört haben, aus nächster Nähe erlebt und begleiten dürfen. Dieselkrise, Fukushima-Krise war auch eine, ja, wie belastet sind die Autos, die aus Japan kommen, Wirtschaftskrise, Währungs- und Wirtschaftskrise, all diese Dinge haben uns da immer wieder gefordert. Heute bin ich in dem Geschäft immer noch unterwegs, und zwar auch auf zwei Beinen. Auf dem einen Bein als Berater im Netzwerk der GSR Unternehmensberatung in Augsburg, die auch viele Jahre schon mit vielen Herstellern zusammenarbeiten, dazu vorderst als Kommunikationsberater. Und mit dem anderen Bein mit großem Herz auch als einer der Gründer von Vive la Car. Das ist eine Auto-Abo-Plattform, die gerade so ein bisschen Alternativen aufzeigt, wie das Automobilgeschäft in die Zukunft entwickelt werden kann. Jetzt sehe ich da hinten mich, aber nicht mehr das Chart. Ich klicke mal weiter. Wo ich nicht so standfest bin, ist beim Thema Milch, verständlicherweise. Da bin ich zunächst mal Verbraucher. Ja? Sie alle, ich habe jetzt in den kurzen Sätzen, die wir gerade hören durften, schon so viele Fakten gehört, wie komplex das Thema ist. Das überfordert mich natürlich als Verbraucher. Ja? Ich bin als Kind der späten 60er Jahre konditioniert, was das Thema Milch angeht, durch diese Werbungen, die Sie da sehen. Das ist alles wahnsinnig positiv besetzt und hat bis heute bei mir einen Nachhall. Das findet bis heute bei mir einen Platz im Herzen, denn ich bin kein Kritiker der Milch, überhaupt nicht. Ich habe, nachdem die Einladung dann kam, angefangen, in der Milch zu tauchen und bin immer tiefer getaucht und habe dann die ganze Komplexität nochmal für mich erfassen dürfen, aber auch den ganzen Wert, den dieser Wirtschaftszweig für die Gesamtwirtschaft darstellt, aber auch für unsere aller Ernährung, dann auch nochmal erfassen dürfen. Ich bin auch geprägt emotional davon, dass ich als kleiner Bub in dem Örtchen, in dem ich da lebte, von meiner Mutter mit der Milchkanne losgeschickt wurde zum Bauern Hoffmann, so hieß der. Und da wurde die frische Milch geholt und die Frau Hoffmann, die Bäuerin, eine recht robuste Frau, die hat mich also immer auf die Kuh gesetzt, die gerade gemolken wurde, um mich da so ein bisschen in der Wartezeit auch zu unterhalten. Und das habe ich alles noch so ein bisschen vor Augen. Und als ich dann jetzt mich auf diese Veranstaltung vorbereitet habe und mit vielen Menschen über das Thema Milch und diese Veranstaltung gesprochen habe, da hat dann meine Mutter sich zum Beispiel daran erinnert und hat mir das erstmal wieder ein bisschen mit in Erinnerung gerufen. Aber andere haben natürlich auch so ein bisschen krawallig reagiert. Ja? Ich habe das in meinen sozialen Netzwerken so ein bisschen geteilt. Da sind natürlich viele Automedien auch drin. Und da gab es dann durchaus auch sofort Gegenwind. Warum die Kuh 1950, glaube ich, das ist ein Zitat, 7 Liter Milch gibt und heute 25 oder 30, genau kann ich es jetzt nicht mehr zitieren. Habe da nicht direkt darauf geantwortet, weil ich auch diesem Abend hier nicht vorweggreifen wollte. Also, da bin ich nicht ganz so standfest, was die Fakten angeht, aber ich bin eben ein Verbraucher, der heute reflexartig bei Rewe ins Bioregal greift, ob des guten Gefühls, was damit verbunden ist. Und ohne jeden Gedanken daran, wie die Kuh, die diese Milch jetzt gegeben hat, lebt. Das ist etwas, mit dem ich mich bisher nicht so beschäftigt habe, möglicherweise in Zukunft mehr beschäftigen werde, aber eben mit dem guten Gefühl und auch mit dem Gedanken, das möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch schon mal ein bisschen vielleicht provokant vorweg sagen, mit dem Gefühl oder mit der Wahrnehmung, dass das Thema Milch bei mir als Verbraucher in den Medien, und ich bin eigentlich ein
aktiver Medienkonsument, immer dann ankam, wenn es um den Milchpreis geht. Und bei allen anderen Themen muss man schon ein Special Interest haben, um sich da auf die Spur zu begeben, obwohl es das eigentlich verdient, dass man sich damit beschäftigt. Ja? Das vielleicht schon mal einleitend. Ich soll da nur ein paar Minuten sprechen. Ich bin dann tief in der Milch getaucht und habe ganz viele Aspekte gefunden, die wir hier ansprechen könnten. Ich habe mich auf wenige jetzt mal beschränkt, weil ich will, wie gesagt, der Diskussion da auch nicht vorweggreifen. Ist die Milch der neue Diesel? Ist eine zulässige Frage, weil es gibt tatsächlich Verbindungen. Es gibt Verbindungen, die auch ganz offensichtlich sind. Es gibt wahrscheinlich auch mehr, als ich jetzt hier aufzeige. Aber ich will mal vier kurz skizzieren, die mir aufgefallen sind und die vielleicht in der Diskussion gleich eine Rolle spielen. Die Milchwirtschaft und die Automobilwirtschaft, jede für sich, auch unterschiedlich natürlich, sind auf jeden Fall mal bedeutende große Märkte. Mir war die Dimension der Automobilwirtschaft natürlich bewusst, mit 400 Milliarden Euro Umsatz, die immer zitiert werden, und einem riesigen Zulieferbereich und den rund 800.000 Jobs, von denen ich auch glaube, dass es wahrscheinlich sogar mehr sind. Mir war aber die Dimension der Milchwirtschaft nicht bewusst. Ich musste mich damit erst auseinandersetzen und wir haben ja auch im Vorfeld darüber ein paar Mal diskutiert, welche Zahlen da relevant sind. Ich finde, das ist ein Fund, dass es fast 60.000 Milchviehbetriebe gibt in Deutschland. Das war mir so nicht bewusst und zeigt auf, wie groß diese Märkte sind und welche Rolle sie spielen, auch gesamtwirtschaftlich. Die Relevanz der beiden Märkte, auch das ist eine Analogie, die wir hier vielleicht mal zitieren sollten. Die gesamtwirtschaftliche Relevanz ist in beiden Fällen enorm, weil nämlich vorher und nachher viel passiert mit dem Produkt. Also sowohl die Erzeugung bzw. die Vorbereitung von Automobilen, die Erzeugung der Milch, als auch dann nachher die Verarbeitung. Das komplexe Thema Handel und alles, was damit zusammenhängt, ist vielleicht auch eine Analogie, die wir hier zitieren dürfen, die aber möglicherweise, mag auch an der überbordenden Power, die die Automobilwirtschaft in die Kommunikation legt und auch die Netzwerke da mit Druck versorgt, dass das gar nicht so wahrgenommen wird. Aber die Analogie ist auf jeden Fall da. Ein weiterer Aspekt, und da habe ich dann nachher aufgehört, weiter zu tauchen, weil da wurde einem schwindelig, ist die starke Regulierung der Themen. Sowohl Automobil, wir sehen es ja ganz bewusst heute, auch an dem Zugriff, an dem Eingriff der Politik in die Märkte, an die ganzen Regularien. Und das ist bei der Milch auch deutlich umfangreicher, als ich es gedacht habe. Das kann man, glaube ich, auch für beide Märkte so reklamieren. Und schließlich, und das macht es hier heute wahrscheinlich besonders spannend, beide Märkte stellen ideologische Projektionsflächen dar. Nach meiner Wahrnehmung jetzt in den wenigen Wochen, wo ich mich so ein bisschen mit dem Thema intensiver beschäftigt habe, mit hoher Emotionalität begleitet. Wenn Sie im Automobilgeschäft über das Thema 130 km/h diskutieren, ich hatte jetzt am Chiemsee am Campingplatz noch die Gelegenheit dazu, mit jemandem, der neben mir stand, mit seinem Zelt, darüber zu diskutieren, dann werden schnell die Messer gezückt. Das ist so. Und bei der Milch habe ich den Eindruck, ist das ähnlich. Das ist auch ein Thema, was von enormer Emotionalität ist. Und diese Emotionalität ist ja Energie. Die Frage ist halt, wie gelingt es, ähnlich wie beim Automobil, die Energie eine positive Energie sein zu lassen, dass man sich damit auseinandersetzt, was nicht heißt, dass ein positives Bild zwangsläufig bei jedem entsteht. Das sollte auch gar nicht das Ziel sein. Wenn das das Ziel ist, dann machen wir was falsch. Sondern man muss sich konstruktiv damit auseinandersetzen. Es gibt aber einen gewaltigen Unterschied, neben sicherlich weiteren Verbindungen, die vier habe ich jetzt mal zitiert, es gibt einen gewaltigen Unterschied, den ich hier zitieren möchte. Und wir haben es eben in den spannenden Vorbemerkungen schon gehört. Beim Thema Diesel sprechen wir aus meiner Sicht heute von einem irreparablen zerstörten Vertrauen aufgrund von, eben wurde es gesagt, krimineller Energie, Betrug, Übervorteilung, übers Ohrhauen, nennen Sie es, wie Sie wollen. Und das kann ich bei der Milch nun wirklich nicht feststellen. Da habe ich gelernt, dass es Menschen gibt, die mir sagen, auf meine Frage hin, wie denkst du über Milch? Das habe ich jetzt bestimmt 30, 40 Leute aus meinem Umfeld gefragt, von 14 bis 91. Und da schlug mir dann entgegen, Milch finde ich wichtig und wo die herkommt, weiß ich gar nicht so genau und ist mir auch egal. Bis hin zu,
Milch gehört gestoppt, beendet, raus aus der Ernährung und alles, was damit zusammenhängt, verdient scharfe Kritik, war da in dieser Spannweite alles da drin. Aber es waren Meinungen, die kontrovers aufeinanderprallen und keine Einigkeit darüber, dass hier eine kriminelle Energie vorliegt. Davon kann keine Rede sein. Ich glaube, dass die Landwirtschaft, und ich war ja gerade in Bayern, ich habe es Ihnen gesagt, war auch über der Grenze in Österreich mit dem Fahrrad unterwegs, im Salzburger Land, und habe da natürlich zum ersten Mal, ich habe es der Sonja vorhin gesagt, wahrgenommen, welche Rolle Milch in diesen Regionen spielt. Das ist ein Kulturaspekt, das geht über wirtschaftliche Aspekte hinaus, Landschaftsschutz, Umweltschutz und alles, was damit zusammenhängt. Und das kann man natürlich kontrovers diskutieren. Es wird sehr viel schwarz-weiß gesehen. Möglicherweise reden wir von vielen, vielen verschiedenen Nuancen grau. Die Herausforderungen sind aus meiner Sicht bei beiden vergleichbar. Mit diesem Chart will ich dann vielleicht einen kleinen Aufschlag machen für die Diskussion gleich. Wir sehen in beiden Märkten enormen Druck durch Trends von außen, durch Innovationen, diese Milchersatzprodukte, die eben erwähnt wurden, auf der einen Seite, neue Antriebsformen, aber auch neue Geschäftsmodelle auf der anderen Seite beim Automobil. Das Ganze begleitet in einer enormen Tendenz der Zuspitzung und Verdichtung in den Medien und Meinungsforen. Nie war es schwieriger, heute Mediengeschäft zu begleiten, ich will nicht sagen bearbeiten, zu begleiten aufgrund der Komplexität und der Dynamik, die das Ganze annimmt. Ja, die sozialen Netzwerke sind heute eigentlich die schärfsten Klingen in der Kommunikation und nicht mehr die Tageszeitungen, aber ich muss heute beides bespielen. Und das erfordert eben für die Akteure auf beiden Seiten ein großes Engagement in Sachen Information, aktiver Kommunikation und maximalem Anspruch an Transparenz. Das mag kurzfristig schmerzhaft sein und hier und da vielleicht zu mehr Diskussionen führen. Es vermeidet aber Angriffsflächen, die dann plötzlich im falschen Moment geöffnet und genutzt werden und hilft am Ende, ein gutes Gefühl zu erzeugen. Ne? So, jetzt ein gutes Gefühl zu erzeugen. Und das ist heute, egal was Sie verkaufen, egal womit Sie handeln, ein ganz hohes Gut und die Grundlage für Vertrauen, denn darum geht's. Und das gilt für die Tüte Milch, für 1,19 oder 1,49, wenn sie teuer ist. Und das gilt auch für ein Auto, was ja nicht immer nur ein Luxusschlitten ist. Auch das ist ja eine Zuspitzung. Wir sehen ja, wie sehr wir als mobile Gesellschaft auf das Auto angewiesen sind. Und deshalb ist da auch jede Kritik berechtigt, aber auch jedes Argument aus meiner Sicht willkommen. Das als ganz kurzer Aufschlag von meiner Seite. Weiteres dann, denke ich, jetzt gleich gerne in der Diskussion. Ich freue mich da sehr drauf. Wie gesagt, in Sachen Milch bin ich nicht so argumentationssicher in den Details, wie Sie es hier alle sind. Sehen Sie mir das nach, aber über das Auto kann ich hier und da dann doch sprechen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Herr Lützenkirchen, herzlichen Dank für die spannenden Ausführungen. Emotionalität ist Energie. Das ist ein Satz, den können wir, glaube ich, auch in der Landwirtschaft gelten lassen. Sie haben eine Menge Parallelen beschrieben und am Ende habe ich aber vor allen Dingen auch noch mal mitgenommen, beim Diesel ist das Vertrauen tatsächlich schon irreparabel zerstört. Da stehen wir bei der Milch nicht, sondern da stehen wir vor einer kontroversen Diskussion und müssen überlegen, wie wir uns jetzt in den Debatten aufstellen. Sie, meine Damen und Herren, im Publikum sind noch relativ zurückhaltend, was Fragen angeht. Bringen Sie sich gerne ein, gerne hier an den Saalmikros und gerne auch zu Hause an den Bildschirmen. Herr Lützenkirchen, nehmen Sie gerne Platz. Wir starten in die Runde und ich freue mich als erstes, Dr. Winnie Sonntag zu uns auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Winnie Sonntag hat Agrarwissenschaften an der Universität Göttingen studiert. Kommen Sie gern zu mir. Hat anschließend promoviert im Rahmen des vom Bundeslandwirtschaftsministerium geförderten Projektes Social Lab, Nutztierhaltung im Spiegel der Gesellschaft. Das geht jetzt auch weiter. Es gibt ein Social Lab 2, hat sie mir eben im Vorgespräch gesagt. Und sie bringt sich dort auch weiterhin als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen ein. Und Ihre zwei Forschungsschwerpunkte sind Digitalisierung der Landwirtschaft und eben die gesellschaftliche Wahrnehmung der Nutztierhaltung. Frau Sonntag, schön, dass Sie da sind. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und auch so ein Stück weit vielleicht die Wissenschaft vertreten darf und ja, so ein Stück weit auch unsere Forschungsergebnisse mit Ihnen teilen kann heute. Das werden wir tun. Und wenn wir die Wissenschaft vertreten haben, dann müssen wir auch die Praxis vertreten haben. Und da denke ich an Carsten Spahl.
den Vizepräsidenten und Milchpräsidenten des Deutschen Bauernverbands, auch Präsident des Hessischen Bauernverbandes. Nach seiner Ausbildung zum Agrartechniker hat er auch ein Studium zum Agraringenieur absolviert, hat einen stattlichen Betrieb in Waldeck, Sachsenhausen, ich glaube damals übernommen mit 30 Milchkühen. Heute sind es rund 250 Hektar Land und 200 Milchkühe. Herr Schmal, kommen Sie doch bitte auch zu uns auf die Bühne. Frau Sonntag, Sie haben uns im Vorfeld den schönen Satz gesagt, wie können wir die Milchproduktion und damit verbunden die Haltung unserer Milchkühe so nachhaltig und tiergerecht wie möglich gestalten. Da haben Sie gesagt, dafür ist es wichtig, sich kritisch zu hinterfragen und offen zu sein für innovative Lösungen. Beginnen wir doch mal mit einer kritischen Bestandsaufnahme. Wie selbstkritisch hinterfragen wir uns eigentlich? Ich glaube, da muss man ein Stück weit differenzieren. Also wie selbstkritisch hinterfragen wir uns als Landwirt, als Branche, als Verband? Da gibt es sehr, sehr große Unterschiede und ich glaube, das kann man auch gar nicht so verallgemeinern. Es gibt Menschen innerhalb der Agrarbranche, die sehr, sehr, sehr kritisch sind mit sich selber, die sehr, sehr bestrebt sind, Innovationen umzusetzen, wirklich immer was zu verändern, immer was zu machen. Und dann gibt es eben andere, die sehr darauf bedacht sind, den Status quo, so nenne ich es jetzt mal, zu erhalten und alles dafür zu tun, dass sich möglichst gar nichts ändert. Und ich glaube, wir sind mitten in einem Prozess der Veränderung und auch der Erkenntnis, dass wir als Branche auch einen Kommunikationsauftrag haben gegenüber der Gesellschaft. Und ich glaube, da gibt es an vielen Stellen noch Luft nach oben. Sie beschreiben die Veränderung. Können Sie das mal beschreiben? Wo kommen wir her und wo machen wir uns da gerade auf den Weg? Ja, also wir kommen ein Stück weit ja aus einer sehr politisch gedeckelten oder politisch unterstützten Landwirtschaft. Und die Märkte werden immer offener, immer freier. Und wir müssen uns immer mehr auch als Branche rechtfertigen, ein Stück weit gegenüber einem stattfindenden Wertewandel. Also oftmals reicht es eben nicht mehr zu sagen, gut, unsere Daseinsberechtigung ist, dass wir Landwirte, also dass wir Lebensmittel produzieren, sondern wir müssen uns jetzt eben auch noch einer nachhaltigen Wirtschaftsweise quasi aneignen oder eben diese ein Stück weit kommunizieren. Und ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung. Und da sind wir mittendrin in so einem Prozess, der einerseits schon sehr, sehr gut funktioniert, aber auf der anderen Seite, wie wir das auch gerade so wunderbar gehört haben, teilweise auch noch ganz weit weg sind, wo wir eigentlich hinwollen. Sprich, eine Wahrnehmung und auch eine Wertschätzung innerhalb der Gesellschaft zu erreichen. Herr Schmal, das ist ja ein Thema, wo sich gerade auch die Verbände seit Jahren dran abarbeiten und wo wir unterwegs sind. Jetzt sind wir mit der Initiative Milch gestartet. Wie gehen Sie das Thema an? Ja, es ist tatsächlich wohl so, dass wir, wenn ich mal ein bisschen zurückschaue, in den letzten Jahren alles das, was Ausbildung angeht, was Mechanisierung hin bis zur Digitalisierung im landwirtschaftlichen Bereich, was dort Fortschritte angeht, dort sind wir sehr gut vorangekommen. Ich will sogar sagen, da ist Deutschland mit Sicherheit eines der fortschrittlichsten Länder. Wir haben eine der modernsten Landwirtschaften, egal ob ökologisch oder konventionell. Ich bin aber davon überzeugt und deshalb war ich ja auch einer derer, die die Initiative Milch, die Branchenkommunikation so nach vorne getrieben haben, in den Jahren versucht haben anzuschieben, dass wir dort sichtbar werden, dass wir diesen Bereich Kommunikation sicherlich besser machen können. Ich will es mal so formulieren. Wir haben es versäumt, den Verbraucher, und Sie haben gesagt, Sie sind hier bei dem Thema einer der Verbraucher, auch wir sind Verbraucher, neben dem, dass wir auch Kühe melken, mitzunehmen, unsere Geschichte zu erzählen. Ich habe das vorhin bei dem Grußwort gesagt. Ich denke, dort gibt es noch Luft nach oben, so will ich es mal nennen, und das muss unser Anspruch sein, der Bevölkerung auch zu zeigen, was machen wir da. Es ist ja so, ich komme ja nur aus einer ländlich geprägten Region. Wir haben immer wieder Schulklassen bei uns, auch Kindergartengruppen bei uns auf dem Betrieb. Und selbst in den ländlichen Bereichen wissen die Kinder nicht mehr, wo kommt die Milch her, wie wird eine Kuh gemolken. Und das ist ein Defizit, was ja im städtischen Raum noch viel, viel größer wird.
Und es ist tatsächlich so, Sie haben gesagt, Sie sind einer der End-60er-Jahrgänge, ich bin Mitte der 60er-Jahre geboren. Wenn man als Kleinkind nicht mit Milch in Berührung kommt, dann wird es nachher umso schwerer, wieder eine Beziehung zu Milch zu bekommen und Milch als wichtiges Nahrungsmittel auch anzuerkennen und für sich zu gewinnen. Und ich denke, das muss uns bewusst sein und deshalb bin ich jemand, der sagt, ja, Kommunikation muss viel, viel besser werden. Und deshalb sind wir auch mit der Initiative, denke ich, mit den Landesvereinigungen auch auf einem guten Weg. Aber wir müssen aus unserer Blase raus, sondern wir müssen den Verbraucher erreichen. Und da ist natürlich das Thema Milch dann auch ein emotionales Thema. Tierhaltungsformen, Standards, Nachhaltigkeit, ganz viele Dinge, die da auch nicht sachlich diskutiert werden. Wir Landwirte versuchen ja immer alles sachlich zu erklären, sondern da sind auch emotionale Dinge, Massentierhaltung und in der Diskussion, wo wir Antworten drauf finden müssen und wo wir auch in der Lage sind und sicherlich auch bereit sind, dort Antworten zu geben. Wie blicken Sie eigentlich auf den Vergleich Milch-Diesel? Ist das was, was Sie ärgert? Ist das was, was Sie anspornt? Wie haben Sie da die Analyse von Herrn Lützenkirchen wahrgenommen? Ja, das ist natürlich spannend. Ich hatte das Thema so überhaupt noch nicht in Zusammenhang gebracht. Als das dann in der Wirtschaftswoche so angesprochen wurde, habe ich gedacht, hoppla, ja, ist das wirklich so? Man muss ja zwei Dinge klar sehen. Hier ist auf der einen Seite, ich habe es vorhin Luxusschlitten genannt, des deutschen liebsten Kind, ich will mal so sagen, Automobilindustrie. Die haben ganz offensichtlich dort, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, manipuliert. Die haben da, dort Abgaswerte verfälscht und dennoch muss man festhalten, also Sie haben gesagt, nachhaltig gestörtes Vertrauen in den Diesel. Ich glaube, wir zu Hause auf unserem Betrieb, wir fahren 3 oder 4 Diesel. Ich sehe das noch nicht so. Ich bin da eher noch skeptisch, was E-Mobilität angeht. Aber was will ich damit sagen? Ich kenne jetzt nicht die Zahlen vom PSA, aber ich habe in der letzten Woche in der Zeitung gelesen, die Quartalszahlen eines großen deutschen Automobilherstellers, ich sage nicht den Namen, ich sage nur Hauptsitz Wolfsburg, Quartalsgewinn über 1 Milliarde, Gewinnraten über 12%. Wenn das unsere Landwirte hören, die fallen tot nach hinten um. Wenn die diese Zahlen hören und die Bauern, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, unsere Milchbauern, und da zähle ich mich ja auch dazu, im Grunde bin ich Milcherzeuger in Nordhessen mit viel Grünland benachteiligtes Gebiet. Wir sind ganz bodenständig, grundsolide, wir versuchen unsere Arbeit ehrlich und grundsolide zu machen. Was nicht mitgegeben wird, und deshalb bin ich auch viel in Schulen unterwegs, in Technikerschulen und Fachschulen in Hessen, ich bin der Meinung, Kommunikation müsste Lehrfach sein. Wir haben super toll ausgebildete junge Leute, die aber diesen Bereich lernen müssen. Und wie sehe ich das Thema Dieselmilch? Ich sehe es nicht so, dass man das unbedingt vergleichen kann. Ich sehe sehr wohl gesellschaftliche Diskussionen, die wir im Moment führen, Methanausstoß zum Beispiel bei der Milchkuh, da werde ich gleich noch was dazu sagen. Aber wir landwirtschaftliche Branche sind die einzige Industrie, wenn ich es mal so sagen darf, die einzige Branche in Deutschland, die mit ihrem Pflanzenwachstum dafür sorgen kann, und da zähle ich das Grünland und das Futter, was unsere Kühe aufnehmen, ganz klar mit dazu, wo CO2 gebunden wird, wo Sauerstoff produziert wird, und wir können in vielen Bereichen relativ neutral sein. Wir werden es bei der Milchkuh nie ganz schaffen, Methan auf Null zu bringen. Aber dazu sage ich später noch mal was. Also ich denke, ich habe da gute Argumente von Seiten der Landwirtschaft. Wir müssen sie nur rüberbringen. Ja, und ein letzter Satz vielleicht. Vielleicht müssen wir auch in unserer Argumentation, auch als Landwirte, als Berufsstand, als Branche, ich zähle die Molkereien mit dazu, vielleicht manchmal emotionaler argumentieren. Ja, da sind wir dann wieder bei der Emotionalität, die auch Energie bringt, die Herr Lützenkirchen schon genannt hat. Herr Lützenkirchen, ich habe ganz viele Fragen an Sie, aber an der Stelle muss ich tatsächlich noch mal einmal auch den Punkt aufmachen, den Herr Schmal gerade schon angesprochen hat. Dieselskandal, war da eigentlich was? Wenn man sich so die Aktienkurse und die Ergebnisse anschaut, dann scheint die Branche da ja doch echt gut durchs Loch gekommen zu sein. Oder ist das ein Eindruck, der täuscht? Das ist eine Perspektive, die man einnehmen kann. Die Quartals- oder Halbjahres- oder Jahresberichte der Konzerne, die in der Tat von großen Erfolgen sprechen. Aber es hat sich trotzdem etwas in geradezu brachialer Art und Weise verändert mit dem Dieselskandal, den ich damals aus allernächster räumlicher Nähe auf der IAA miterleben durfte, 2015.
und sozusagen auch sofort mit den Verantwortlichen des Unternehmens, für das ich tätig war, im Kreuzfeuer stand. Was ist denn bei euch? Was ist denn, ne? Es kann doch nicht nur da bei dem Hersteller, dann ist es doch bei allen anderen auch. Und wenn wir uns heute anschauen, in zwei Wochen, am 6. September beginnt die IAA in München, versucht einen Neustart mit einem neuen Konzept. Und man darf sehr gespannt sein, wie das funktioniert. Alles, was man heute weiß, ist, dass es einen Riesenaufgalopp der Automobilgegner geben soll, wird. Keine Ahnung, ob es dann dazu kommt, aber die Ankündigungen sind jedenfalls groß. Und das war in der Form vor diesem Dieselskandal so nicht denkbar, überhaupt nicht denkbar. Es gab immer Kritik am Auto, es gab immer Leute, die dagegen waren. Aber heute ist es schon so, dass sich das doch stark formiert hat. Und man muss ja die Abfolge der Ereignisse sehen. Dieser Dieselskandal hat ja dann auch dazu geführt, dass es politische Entscheidungen gab, die man bis zu diesem Skandal nicht für möglich gehalten hat. Es gab, denken wir an Stuttgart, dass das Auto nicht mehr in die Stadt fahren durfte, Euro 4, Euro 5 Diesel da draußen vorblieben, die Umweltzonen noch mal ein bisschen verschärft wurden. Und all diese Aspekte haben sich dann nachher vermengt mit der Grundsatzfrage Auto, die über Diesel hinausgeht. Ja? Ich lebe in Köln und die Stadt Köln hat es geschafft, in den letzten gut 12 Monaten mindestens 5 Entscheidungen gegen das Auto zu treffen. Parkraumverdichtung, Parkraumverteuerung, Zufahrtsbeschränkung, Tempo-30-Zone, Pförtnerampel und was es da noch alles gibt. Ich verurteile das gar nicht. Das hat auch seine Berechtigung, weil die Stadt ist einfach voll. Ja? Das ist, da kann keiner dran vorbei, dass auch in Corona-Zeiten einfach zu viele Autos auf der Straße sind. Aber die Dieselkrise und der Dieselskandal haben das befördert. Die haben es vielleicht initiiert, wenn man so will. Mhm. Das ist ja tatsächlich auch ein großer Unterschied zur Landwirtschaft. Das waren beim Diesel kriminelle Machenschaften. Ja. Die hatten wir in der Landwirtschaft nicht, um das auch nochmal klar auszusprechen. Wo wir wieder eine Parallele haben, dass beide Branchen auch in der Diskussion stehen zum Thema Klimaschutz, zum Thema Nachhaltigkeit. Jetzt könnten wir hier ganz viel über CO2-Fußabdrücke sprechen und auch ganz viele Initiativen und Chancen in der Landwirtschaft betonen. Herr Schmal hat es angesprochen. Ist eine der wenigen Branchen, die überhaupt eine CO2-Senke ist und da was gestalten kann. Aber lassen Sie uns doch mal teilhaben, wie sich die Branche, also in dem Fall die Automobilbranche, in diesen Nachhaltigkeits-, in diesen Klimadiskussionen aufgestellt hat. Wie stellt man sich da auf? Wie entgegnet man dieser Kritik? Da kann ich jetzt wieder die IAA vielleicht aus aktuellem Anlass zitieren. Wenn Sie sich im Internet umschauen, wie darauf hingewiesen wird, dann sehen Sie, dass da mal eben eine Pressemitteilung rausgehauen wird. Ich weiß nicht, ich glaube 80 oder 90 Fahrradhersteller sind auf der IAA. Also das ist ja bezeichnend. Ja? Und das zeigt beispielhaft, wie man jetzt wirklich versucht, IAA heißt ja jetzt auch IAA Mobility, es werden alle Verkehrsträger, Verkehrsangebote, Mobilitätsangebote eingeladen, sich dazu präsentieren. Und das auch zu Recht, wie ich finde, weil die Dinge funktionieren nur in einem Miteinander. Dieses Absolute, das eine oder das andere ist das Richtige oder das Falsche, funktioniert da nicht. Das ist möglicherweise auch eine Analogie für die Fragen, die wir heute Abend hier diskutieren. Am Anfang der Dieselkrise war meine starke Wahrnehmung die, dass man in einer völligen Defensive gelandet war, die überhaupt keine Vorbereitung irgendwie ausgedrückt hat, dass man das mal ins Kalkül gezogen hat. Es könnte ja mal sein, dass wir angegriffen werden. Das war eine völlige Überraschung. Es waren ja geradezu hilflose Aktionen, sich da irgendwie mit dem Thema zu arrangieren und da eine Position einzunehmen. Ich denke noch heute zurück an das, das war für mich einfach aus der Kommunikationsbetrachtung schockierend, dass der damalige Vorstandsvorsitzende Winterkorn da irgendwie in einer Handykamera mit dem Klaus Kleber vom Heute-Journal, was glaube ich, gesprochen hat und versucht hat, sich da zu verteidigen, völlig unvorbereitet und in die Sackgasse geführt wurde, verständlicherweise. Also man war überhaupt nicht vorbereitet, hat es überhaupt nicht ins Kalkül gezogen, dass es Kritik geben könnte. Ja? Und wenn Sie sich heute mit dem Kommunikationsmanagement, egal welchen Themas, beschäftigen, dann bin ich auf alles immer vorbereitet. Ob es einen Grund dafür gibt oder nicht, aber ich bin auf alles vorbereitet. Wie muss gute Kommunikation aussehen? Offene Frage in die Runde, vielleicht auch gerne an Sie, Frau Sonntag, um diese ja durchaus, das sind ja komplexe Diskussionen, wenn ich über CO2-Fußabdruck und dergleichen spreche, und wenn ich mir dann angucke, wo und wie diskutiert wird, auf Facebook und dergleichen, da
helfen Sie mir mal, wie weit geht es am Ende um Sachargumente, wie weit geht es um die richtigen Botschaften, wie verfange ich mit meinen Argumenten in diesen Diskussionen? Ja, ich würde gerne Ihre Frage gleich beantworten und würde noch einmal kurz einhaken, was Sie gerade gesagt hatten zu dem Thema Automobilität und wie sich das eben im Zeitablauf dieses Skandals verändert hat. Und ich glaube, da ist für mich der größte Zusammenhang oder die größte Gemeinsamkeit jetzt eben zur Landwirtschaftsbranche. Ich mache jetzt bewusst das große Fass auf. Ich lebe in Berlin und ich bin selber auch Dieselfahrerin und hier in Berlin ist es so, dass man als Autofahrer wirklich schlechte Karten hat mittlerweile und auch hier hat sich das so verhärtet, diese Fronten, dass es wirklich ein Krieg auf der Straße ist zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern und Ähnliches, und ich gehe auch mit, dass es jetzt in der Landwirtschaft nicht diese kriminelle Energie gibt, wie bei diesem Skandal, aber das, was es ausgelöst hat, das, was danach kam, das sehen wir vergleichsweise eben momentan auch. Und ich glaube, da gibt es vieles zu lernen und vieles zu, vielleicht auch zu adaptieren. Was falsch gelaufen ist, natürlich nicht, aber auch das zum Teil auch gute Management, in Anführungszeichen, oder auch eine Veränderung, die damit angestoßen wird. Dieses, was Sie angesprochen haben, in die Kamera stammeln, sich entschuldigen und vielleicht auch irgendwie abwiegeln und so, das sind Formen der Kommunikation, wie Sie es auch schon angesprochen hatten, die quasi nicht sehr zielführend sind, im Sinne von, ich habe eine gute Position, die ich rüberbringen kann und nachher auch glaubwürdig vertreten kann, ne? Das ist klar. Eine gute Kommunikation ist in der Regel immer dann der Fall, wenn ich so eine sogenannte Zwei-Weg-Kommunikation habe. Also sprich, ich kommuniziere in eine Richtung, bin aber auch offen dafür, was aus der anderen Richtung auf mich zukommt. Also ich höre zu, ich nehme das an und reagiere auch entsprechend darauf. Also ich spreche nicht nur in eine Richtung, sei es über diverse Medien, Social Media, whatever, egal, sondern ich bin auch bereit, Feedback anzunehmen und entsprechend dieses Feedback ein Stück weit vielleicht auch umzusetzen. Da sind wir schon bei einer sehr professionalisierten Form dieser Kommunikation. Und das würde ich mir eben für die Landwirtschaft wünschen, also für die gesamte Branche, dass wir uns da mehr professionalisieren. Sie sprachen es auch schon an, mehr in die gesamte Lehre, in die Schulausbildung oder eben in die Ausbildung unserer zukünftigen Landwirte auf der einen Seite. Es muss nachher nicht der Landwirt, jeder Landwirt muss nicht vor der Kamera sprechen können, ne? Aber zumindest muss er schon mal davon gehört haben, dass es diverse Möglichkeiten der Kommunikation gibt und dass es eben auch unterschiedliche Arten gibt, mit Konflikten umzugehen. Das wäre mir sehr wichtig. Ich würde an der Stelle gerne mal einhaken. Wie weit sind wir an dem Punkt eigentlich von Anspruch und Wirklichkeit auseinander? Auf der einen Seite läuft ganz viel, laufen Aktionen wie heute Abend, laufen Aktionen wie Initiative Milch. Und dann haben wir hier einen Herrn Lützenkirchen sitzen, der als Verbraucher einfach mal frei und sagt, also mit der Milch, ich kriege das mit der Preisdiskussion noch so ein bisschen mit und dann wird es auch schon dünne. Genau, wie weit sind wir da auseinander zwischen Anspruch und Wirklichkeit und was muss geschehen, um diesen Gap am Ende zu schließen? Das fand ich sehr bezeichnend, dieses Zitat oder diese Anmerkung, dass man als normaler Verbraucher, der nichts mit der Branche, nichts mit dem Thema als solches zu tun hat, eigentlich nicht viel mitbekommt. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was wir noch besser machen können. Also, dass wir eben nicht nur in unseren eigenen Reihen, in unserer ein Stück weit auch vielleicht Komfortzone, Filterblase bleiben, sondern dass wir immer mehr auch versuchen, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Auf der einen Seite, und das ist, glaube ich, auch noch etwas, was man dazu sagen muss, haben wir ganz, ganz viele tolle Bilder in der Landwirtschaft, haben wir tolle Emotionen, tolle Leute, die man eben auch vor eine Kamera stellen kann, die tolle Berichte schreiben können, die eben toll publizieren können, auf der einen Seite. Das heißt, da gibt es ganz viel zu transportieren, da gibt es noch was zu verbessern. Aber auf der anderen Seite ist es auch die Frage, sind wir wirklich überall auf dem richtigen Weg und ist das, was wir machen, uneingeschränkt richtig? Und gibt es vielleicht etwas von dieser Kritik,
die man ein Stück weit sich auch mal anschauen, genauer anschauen könnte, hin eben zu einer Veränderung und dass man irgendwo einen gemeinsamen Nenner auch findet. Können Sie es konkreter sagen? Worüber reden wir? Reden wir über Anbindehaltung? Reden wir über, können Sie es griffiger machen? Ja, also es gibt diverse Beispiele innerhalb der Milchviehhaltung, wenn man es jetzt mal auf die Milchviehhaltung begrenzt, die sehr kritisch hinterfragt werden oder die sehr gesellschaftlich schwierig sind. Da ist das Thema Anbindehaltung, da ist jetzt ja auch Aldi schon so weit vorgestoßen mit einem eigenen Label ohne Käfig, ohne Anbindehaltung, pardon. Das ist mit Sicherheit etwas, was wir langfristig schwer kommunizieren können, wo es, glaube ich, wenig Schnittmenge gibt von dem, wie sich Verbraucher eine gute Haltung für die Tiere vorstellen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich Landwirte, die da ein Stück weit auch in diesem System gefangen sind, die jetzt nicht einfach ihren Stall umbauen können, die jetzt nicht einfach Weidehaltung anbieten können für ihre Tiere. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, aber ich glaube, langfristig gibt es gerade jetzt für dieses Beispiel da eben wenig Zukunft. Ne? Da müssen wir versuchen, die Tierhaltung, also das eben anzunehmen und sagen, okay, wir sind auf der Suche nach einer Lösung, wir haben sie noch nicht und es ist momentan schwierig, aber diese Art der Kommunikation ist viel vertrauensstiftender, als zu sagen, du Verbraucher hast keine Ahnung. Na, das ist eine ganz wichtige Botschaft, oder für mich wichtige Botschaft, erstmal zu sagen, okay, ich habe das verstanden, was du mir sagst und ich verstehe auch, dass das in irgendeiner Art und Weise kritisch ist, dass da Werte verletzt werden, aber wir haben Handlungszwänge, es geht momentan nicht, dass es von heute auf morgen abgeschafft werden kann. Damit können Sie nicht alle überzeugen, aber es ist, glaube ich, zumindest zeigt es eine gewisse Offenheit und auch ist transparenter als nur zu sagen und vertrauensstiftender als nur zu sagen, es tut mir leid, lieber Verbraucher, du hast eigentlich keine Ahnung. Herr Lützenkirchen, Sie hatten sich noch gemeldet und danach haben wir unsere erste Frage aus dem Raum. Ich würde gerne bekräftigen, dass das auch mein Eindruck war. Im Vorfeld dieser Veranstaltung wurden mir dann auch entsprechende Unterlagen zur Verfügung gestellt, so ein bisschen das Thema besser zu verstehen. Und ich war wirklich überrascht, was es an Informationsangeboten gibt, sei es jetzt zielgruppenspezifisch für die Landwirtschaft oder aber auch für die Öffentlichkeit. Allerdings muss man dazu sagen, dass so eine Veranstaltung wie diese heute hier ist ja eine Feinschmecker-Veranstaltung. Also wer hier zuhört oder zu Gast ist, ist ja im Thema oder setzt sich damit aktiv auseinander. 99% der Menschen oder 98 oder 95 oder was auch immer, auf jeden Fall viel zu viele, setzen sich ja nicht aktiv damit auseinander. Und dafür muss ich Angebote machen, die niedrigschwellig sind, ehrlich, und auch regelmäßig. Da brauche ich eine Kontinuität. Und ich glaube, die beste Voraussetzung, die Sie haben, ohne jetzt ein Experte zu sein, aber die beste Voraussetzung, die Sie haben, sind Ihre knapp 60.000 Betriebe, die ja schön übers Land verteilt sind, die in der Regel, so habe ich es jedenfalls kennengelernt, lokal, regional bestens vernetzt sind, über diese Vereine, über die politische Landschaft in den Regionen und was auch immer. Landwirte sind in der Regel gut vernetzt. Und ich glaube, es wird unterschätzt, was da geleistet werden kann und auch wahrscheinlich schon wird, aber vielleicht nicht durchgängig wird, in Sachen Angebote. Wir machen die Stelle auf, wir laden ein zu Informationstagen oder was auch immer. Ich habe verstanden, dass es das gibt. Möglicherweise ist dann noch Potenzial, das stärker zu machen. Ich will beispielhaft nur noch eins anfügen. Ich habe in einem anderen Kommunikationsberatungsauftrag die große Freude, mein Hobby zum Beruf zu machen, nämlich Caravaning, so eine Masterstudie gemacht und haben 10.000 Deutsche bevölkerungsrepräsentativ befragt, wo sie denn am liebsten Caravaning-Urlaub machen. Und Sie werden staunen, was da genannt wird. Es ist unter anderem die App Landvergnügen, wo Landwirte, Winzer und Milchbetriebe und Imker und was es alles gibt an Landwirtschaft im weitesten Sinne, sehen Sie mir nach, wenn das nicht so fachgerecht ausgedrückt ist, die bieten dann an auf ihrem Hof 2-3 Plätze und man kann dahin, bezahlt in der Regel nichts, darum geht es aber nicht,
weil man soll dann da auch die Produkte so ein bisschen kaufen, aber vor allen Dingen verstehen, wie das funktioniert auf diesen Höfen. Und diese App geht durch die Decke. Und wir reden hier von 20 Millionen Deutschen, die eine Affinität zum Thema Caravaning haben. Also nur mal, um zu zeigen, dass da schon eine Antenne da ist, die wir nur bespielen müssen. Aber das braucht natürlich eine gewisse Zeit, das Angebot aufzubauen und auch vielleicht als Anbieter, also als Landwirt, das Vertrauen zu haben, das Angebot auch zu entwickeln. Benedikt Langemeier. Ja, ich möchte den Blickwinkel nochmal in eine andere Richtung lenken. Und der Unterschied für mich zur Automobilindustrie ist, wir diskutieren viel im Heute und im Jetzt und über unsere Probleme. Der Automobilhersteller, der diskutiert darüber, was kann mein Auto? Und wenn ich mal mir die Milch angucke, dann ist es so, dass unsere Milch sehr, sehr viel kann. Erstmal über die Vielfalt, wenn ich in den Laden reingehe, da ist für fast jeden was dabei, was er nutzen kann, was super ist, was schmeckt. Wenn ich die Butter nehme als Geschmacksträger, alles super. Und die Köche nehmen es auch immer wieder mehr. Also das heißt, es ist vom Grundsatz her viel da und es entwickelt sich auch viel mehr. Das ist überhaupt gar nicht im Fokus. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was gibt es aus Molke zum Beispiel, wenn ich mir die Proteine angucke, für Sportler, medizinische Nahrung, da ist so viel unterwegs und vielleicht sollten wir da auch mal drüber sprechen, wo vielen Menschen das im Alltag schon geholfen hat. Wenn ich an Babynahrung denke, die Mutter, die gerne stillen möchte, wo es nicht klappt, aber die dann darauf zurückgreifen kann, die ist doch unheimlich dankbar dafür. Oder wenn ich krank bin, die klinische Nahrung, die ich eben hatte, angemerkt hatte, das wäre doch super, dann bin ich doch dankbar, wenn es diese Möglichkeiten gibt. Und haben wir nicht eine Möglichkeit, für uns auch diese Schiene noch stärker zu bedienen und im Mittelpunkt zu stellen? Frage in die Runde. Müssen wir diese Vorteile nicht viel klarer, viel stringenter nach außen kehren? Ich melde mich einfach mal dazwischen. Ich habe jetzt genickt. Ich denke, das ist schon ganz, ganz wichtig. Also viele Verbraucher wissen gar nicht, wo Milch in irgendeiner Form auch drin enthalten ist. Ich habe es vorhin gesagt, ganz bewusst, das ist ein ganz hochwertiges Nahrungsmittel, Lebensmittel. Wir haben die Diskussion auch geführt, es gibt Milchersatzprodukte. Ich habe vorhin mal so ein bisschen provokant gesagt, das Einzige, was gleich ist, ist vielleicht die weiße Farbe. Und wenn man sich Milch anguckt, da sind doch ganz andere Dinge drin. Über Vitamine, B2, B12 und. Ich will nicht zu fachlich werden. Dem Verbraucher muss man das relativ einfach klar machen, denke ich. Die ganzen Calcium, Phosphor, diese Dinge alle. Und da denke ich schon, dass wir eine Möglichkeit haben, das offensiver nach vorne zu bringen. Wir haben Trends in der Gesellschaft, man will sich gesünder ernähren und da kann Milch durchaus eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und vielen Verbrauchern ist das, glaube ich, nicht bewusst, wie man das dann kommuniziert. Das sind die Dinge, die wir im Moment auch in der Initiative Milch diskutieren. Wie kann man die Bevölkerungsgruppen erreichen? Da müssen wir sicherlich auch noch professioneller werden. Aber ich glaube, das muss unser Ziel sein, wenn wir Milch auch in Zukunft auf dem Tisch des Verbrauchers stehen wollen haben. Frau Sonntag. Ja, ich möchte jetzt an der Stelle nicht der Spielverderber sein, aber muss da einmal einhaken. Das ist richtig und ich denke auch, ich bin da auch absolut Ihrer Meinung, dass Milch ein tolles Lebensmittel ist, ein sehr, sehr wichtiges. Aber ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Was ist denn der Ursprung der Diskussion? Was ist denn die Kritik? Und da bin ich wieder beim Zuhören. Worum geht es denn den Kritikern oder worum geht es denn diesen Menschen, die vielleicht auch ein Stück weit abwartend, ein bisschen lauernd, vielleicht auch wirklich schon kritisch der Milchviehhaltung, der Landwirtschaft gegenüber stehen, wirklich. Denen geht es in der Regel darum, dass die Tiere nicht richtig gehalten werden, dass die Landwirte nicht mehr davon leben können, dass vielleicht auch die Nitratwerte im Grundwasser zu hoch sind, wie auch immer. Da ist ganz viel Besorgnis und ganz viel Unsicherheit mit dabei. Und jetzt ist die Frage, erreiche ich diese Unsicherheit, wenn ich eben das Produkt, was ich vermarkte, sehr, sehr aufwerte? Mit Sicherheit erreiche ich da ein gewisses Segment, aber ich glaube nicht, dass ich damit eine große Kritikwelle oder eben einen großen Teil der Bevölkerung erreiche, die aus einem ganz, ganz anderen Grund vielleicht auf die Milch verzichtet. Und zwar
das unterstelle ich jetzt mal, aus Tierschutzbedenken, aus Umwelt- und Klimaschutzbedenken und so weiter. Ich glaube, da müssen wir eine andere Form der Kommunikation wählen. Weil nur indem wir die Milch oder eben die Produkte aufwerten, werden wir in dieser Diskussion unser Ziel, das Image zu verbessern, auch gesellschaftliche Anerkennung mehr zu bekommen, glaube ich, nicht in Gänze erreichen. Das ist jetzt so ein bisschen abgeleitet aus den Studien, die wir eben gemacht haben. Eben, wir haben beispielsweise innerhalb dieses Projektes, was schon angesprochen wurde, Gruppendiskussionen gemacht, in denen wir Landwirte und Verbraucher an einen Tisch gesetzt haben, aber eben auch zuvor mit Verbrauchern und Landwirten alleine. Und das ist ganz spannend, was da passiert. Und da kommen sie ganz schnell auf so eine Ebene, wo es dann eben um Emotionen, um Besorgnis, um Werte und so etwas geht und gar nicht mehr so sehr um die Sache selber. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch so ein bisschen besser machen können als Branche, dass wir ja auch eine gewisse Emotionalität, das klang schon an, auch in unsere Diskussion mit reinbringen. Und zwar auch im Sinne von Empathie. Ne? Also wir erwarten ja auch viel Empathie, aber ein Stück weit müssen wir, glaube ich, da auch noch mal mit Empathie ein Stück weit auf die Kritiker zugehen. Man muss sich nicht alles gefallen lassen, aber um, glaube ich, das Ziel zu erreichen, ist das voraussichtlich eine Möglichkeit. Ich sehe Sie nicken, Herr Lützenkirchen. Gehen die beiden Herren mit? Oder möchten Sie einen Punkt anders akzentuieren? Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe das mit großem Interesse jetzt verfolgt. Ich hatte im Zuge meiner Recherchen für diese Veranstaltung dann durchaus auch schnell festgestellt, dass es hier und da zu sehr scharfem Ton kommt, dass Worte wie Fake News benutzt werden, um Kritik abzudecken oder zu stoppen. Ich bin da ganz bei Ihnen. Das ist ein etwas mühseliger Weg. Ja? Das ist etwas steiniger, der ist etwas schlammiger. Ich muss da möglicherweise mehr Ausdauer haben, schweres Schuhwerk möglicherweise mitnehmen, um diesen Weg zu beschreiten. Aber er zahlt sich langfristig auf jeden Fall aus, wenn man diesen Dialog pflegt und sucht und auch in diese Auseinandersetzung geht. Und eben da aus dem Schwarz-Weiß in das Grau, in die verschiedenen Nuancen des Grau dann kommt und die Diskussion dann in die richtige Richtung möglicherweise lenkt. Es ist natürlich auch so, das muss man auch sagen, es ist eine sehr hohe Hürde, weil wenn wir uns wir sind ja jetzt im Vorwahlkampf oder mittlerweile auch im Wahlkampf, wenn wir uns anschauen, wie jede Form, wir haben ja so einen Wohlfühlwahlkampf, ja, das ist ja alles sehr viel Parfüm, Wohlstand, 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 Wohlstand bewahren. Und die Kontrastargumentation ist dann immer Verbot, Verbot, Verbot. Wir wollen aber Wohlstand erhalten und Verbot vermeiden und so. Ohne hier irgendeine Präferenz zu haben, ich habe die noch gar nicht, das schließt sich aus. Das schließt sich aus. Ich kann nicht Veränderung, wir leben in einem ungeheuren Veränderungsdruck im Augenblick. Das gilt für die Geografie, das gilt fürs Klima, was wir so ja mitnehmen. Der eine oder andere mag das höher bewerten, der andere vielleicht etwas niedriger, aber auf jeden Fall nehmen wir es ja wahr, dass da was passiert. Arbeitswelt, Gesundheit, Demografie, also 46 Jahre Altersdurchschnitt in Deutschland zu 19 Jahren Altersdurchschnitt in Afrika. Also wir haben große Herausforderungen, die vor uns stehen. Und das Ganze wird immer versucht, in einer Argumentationslinie, ich halte mich an dem Geländer des Wohlstands, des Wohlbefindens fest. Aber ich habe natürlich so eine Diskussion wie Landwirtschaft auch durchaus mit konträren Auseinandersetzungen. Und die muss ich dann auch mal eingehen. Ja? Und wir sind leider medial wie auch politisch möglicherweise so konditioniert, dass wir das gern vermeiden. Ich schließe mich damit ein. Ja. Herr Heusmann, Sie haben eine Wortmeldung und eben war von Polarisierung und harschen Tönen die Rede. Und vielleicht ist dieser Kommentar, so ein bisschen an Sie geht, scheinbar da sogar ein Beispiel für. Ich greife ihn gerne mal aus, weil wir da auch transparent mit umgehen wollen. Herr Wosnitzner schreibt online, und es war wohl in Ihre Richtung gerichtet, solange Milcherzeuger nur darüber nachdenken, wie sie kommunikativ mit gesellschaftlicher Kritik und neuem Verbraucherverhalten umgehen, bleiben Milchviehhalter in der Schusslinie. Das müssen Sie so nicht stehen lassen. Sie können gerne auch einen Satz dazu sagen. Und ansonsten bin ich sehr gespannt auf Ihre Frage.
Ja, das ist ganz spannend, weil das, glaube ich, auch zu meiner Anmerkung passt und weil ich da so einen Problembereich aufmachen möchte gerne. Mir schwirrt eigentlich, Herr Lützenkirchen, Ihre eine Bemerkung von vorhin noch die ganze Zeit im Kopf herum. Sie haben gesagt, Sie haben mit Milch Berührung gehabt, in sehr positiver Art und Weise, eben als Kind, und sind da auf dem Bauernhof gewesen und haben da auch auf der Kuh reiten dürfen. Und danach haben Sie eigentlich wenig davon wahrgenommen, aber Sie haben wahrgenommen eben diese Hinweise oder den Preisdruck im Grunde genommen bei der Milch, nicht? Und die Auseinandersetzung, was ist Milch eigentlich wert? Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was Herr Wosnitzer da auch anmerkt. Für die Bauern ist es natürlich essentiell. Der Milchpreis ist essentiell und wir sind eine Branche, die da durchaus ihre Schwierigkeiten hat. Wir haben einen Strukturwandel, der ist nicht von schlechten Eltern, und das ist schon beschrieben worden, eben auch die Kostensteigerungen, die da sind und so weiter. Und das ist natürlich Realität auf den Betrieben. Und insofern ja auch ganz klar, dass das Thema ist für die Bauern. Ja. Meine Frage an Sie ist aber, was nützt uns eigentlich, darüber in der Öffentlichkeit zu reden und eben nur das zu thematisieren, weil wir offensichtlich mit dieser Botschaft dringen wir nach außen. Ich stelle mir nur oft die Frage, hilft uns das überhaupt oder zeichnet das nicht ein Bild einer Branche, die irgendwo in der Krise steckt und die dringend reformiert gehört auf die eine oder andere Weise, indem man also möglichst dahin kommt, dann doch die Agrarwende einzuleiten oder so. Und das ist wiederum etwas, was wir, glaube ich, eigentlich nicht wollen, sondern wir wollen eine kontinuierliche Weiterentwicklung und denken, dass wir eigentlich auf vielen guten Wegen sind. Und insofern passt das eben ganz gut zu dem, was Herr Wosnitzer sagt. Also mein Ansatz ist eher, also wir müssen schon die positiven Seiten der Branche herausstellen. Ich glaube, absolut, dass uns das in der Öffentlichkeit mehr nutzt, als immer nur zu klagen. Und erklären, dass die Veränderung, die da möglicherweise gewollt und auch angestoßen wird, auch ihren Preis hat und sich niederschlägt im Supermarkt oder im Käsepreis oder im Butterpreis oder wo auch immer. Ja? Wobei da natürlich noch andere Mechanismen wirken, aber da gibt es ja einen kausalen Zusammenhang, der zu sehen ist. Ja? Ich weiß aber um die Hürde, wie schwer das ist. Das haben wir in der Tönnies-Diskussion gesehen. Ja? Durch Corona hat ja bei Clemens Tönnies den Vorhang mal lüften lassen. Und man auf einmal war es ein Riesenmedienthema, ist ja völlig verschwunden wieder. Ne? Ich weiß, ob es Ihnen so geht wie mir, das Thema ist völlig verschwunden wieder. Da redet keiner mehr von. Und ich habe ein bisschen Zweifel, ob sich da jetzt so wahnsinnig viel geändert hat in der Art und Weise, wie Fleisch produziert wird. Aber worum geht's? Der Preis ist am Ende entscheidend. Und solange es uns nicht gelingt, verantwortungsvolles Verbraucherverhalten schon in der Schule zu vermitteln, genauso wie ich immer sage, Medienkompetenz. Ich kann heute einem 10-Jährigen ein Handy in die Hand drücken, der sieht innerhalb von einer halben Stunde, was los ist in der Welt, aber ich vermittle ihm nicht, wie er damit umzugehen hat. Und das Gleiche gilt eben für das Verbraucherverhalten. Und das ist ein Aspekt, der geht vielleicht über diesen Kreis jetzt hier hinaus, aber der spielt natürlich für diese Frage eine Rolle. Wie gelingt es Schülerinnen und Schüler mit den Fragen, die mit der Landwirtschaft, mit der Ernährung verbunden sind, in einer Weise in Verbindung zu bringen, dass sie daraus eine standfeste Meinung entwickeln können. Die kann ja durchaus auch abweichend sein. Aber heute habe ich eher das Gefühl, die Diskussion wird geführt auf einer Meinungsgrundlage, die nicht fundiert ist, die stark verengt ist durch Zuspitzung. Und das ist eigentlich bedauerlich. Ja. Die Dame da vorne. Hallo. Mikro ist zu hoch. Aber ich glaube, das geht trotzdem. Okay, ich hange mich jetzt mal ein bisschen an dem lang, was bisher gesagt wurde. Erstmal zu meiner Person. Ich bin 23, Landwirtstochter, studiere Agrarwissenschaften und ich arbeite gerade in der Politik. Das heißt, ich denke einmal, ich arbeite tatsächlich gerade für die CDU Wolfsburg. Das ist sehr witzig mit dem Dieselskandal, weswegen ich auch tatsächlich hierher gekommen bin, weil ich dachte, oh, das zwei, ist spannend. Zwei Herzen in Ihrer Brust. So in etwa. Auf jeden Fall denke ich, dass einmal die Landwirtschaft, die Milchwirtschaft und auch der Dieselskandal oder die Mobilitätsbranche alles politisch fundiert ist. Das heißt, was wir brauchen, ist im Prinzip eine stärkere Lobby in der Politik. Das schaffen wir aber als Landwirte nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Dafür brauchten wir Hilfe oder bräuchten wir mehr Leute von uns, die in die Politik gehen. Was aber auch sehr schwierig ist. Dann hatten Sie gesagt, dass es diese App Landvergnügen gibt.
Da ist aber die Kehrseite, ein Kumpel von mir hat jetzt seinen Acker, das sind 70 Bodenpunkte immer so um den Dreh, 70 bis 80 Bodenpunkte für 10 Euro pro Hektar verkauft. 75 Hektar, weil die Leute, die eben in diesem Land vergnügen, die diese Möglichkeiten der, Wohnwagen. Die das gerne machen, die gehen bei ihm auf den Acker und verrichten da ihr Geschäft. Das heißt, er kann diese Flächen überhaupt nicht mehr benutzen, das funktioniert nicht. Und ihm wird jetzt erst tatsächlich mitten im roten Gebiet von den Nitraten, was auch politisch ist, wieder. Das heißt, das ist eigentlich nicht nur die Landwirtschaft, das ist so viel und es hängt wobei so das viel aber hinter. Nicht die Idee ist, dass die da Nein, ihr Geschäft verrichten. Das ist wirklich nicht. Da möchte ich mal vermuten, dass das eher die Ausnahme als die Regel ist. Also, ich hoffe es tatsächlich. Ja. Also ich kenne es nur von ihm, ich kenne sonst keinen, das muss ich auch dazu sagen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass es nicht die Regel ist. Das ist wunderbar, schön, dass ich hier noch so einen Gegenpart habe. Dann Verbraucherschutz in die Schule. Ich habe im Niedersächsischen Landtag arbeiten dürfen als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Fachbereiche Landwirtschaft und Umwelt. Und da haben wir ganz stark das Thema Verbraucherschutz, eben Verbraucherschutz in die Schulen zu bringen. Das heißt, eine Landtagsabgeordnete wollte sehr stark Verbraucherschutz als ein eigenständiges Schulthema machen, also als eine eigenständige Unterrichtseinheit oder als eigenständiges Unterrichtsfach. Und das ist faktisch unmöglich aufgrund des Fachkräftemangels. Das heißt, wir haben nicht nur Fachkräftemangel in der Kommunikation für die Landwirtschaft oder als Repräsentation in der Politik, sondern auch eben als Repräsentation in der Schule. Mhm. Das heißt, wir versuchen es ja. Wir zu Hause bieten Führungen an für Jung und Alt und ich arbeite für die Bauern als Botschafter und für Transparenz schaffen. Mein großer Bruder ist bei den Agrarscouts. Das heißt, wir sind in allen Bereichen unterwegs. Das heißt politisch, Öffentlichkeitsarbeit und. Und wir sind trotzdem immer in einer defensiven Position. Das heißt. Darf ich eine Frage stellen? Schätzen Sie denn, dass Sie eine Ausnahme darstellen oder glauben Sie, dass das die Regel ist, was Sie verkörpern? Ich finde das ja großartig, also wirklich großartig, dass Sie sich so engagieren. Aber ist es die Regel oder ist es die Ausnahme? Es ist bei uns zu Hause in der Region, wir haben alle unsere Betriebe aufgemacht. Auch für Schulklassen, das heißt, jede Schule hat von den meisten unserer Betriebe die Nummern, wenn die mal einen Ausflug machen wollen oder so. Bei uns ist Milchvieh fast ausgestorben, jetzt gerade in der Milchkrise ist es fast alles flöten gegangen. Wir haben, glaube ich, 3 Betriebe mit übernommen und wir haben auch nur 100 Milchkühe, also in Anführungszeichen 600 Hektar Ackerland und eine Biogasanlage. Also wir sind im Endeffekt nicht besonders groß und wir sind trotzdem die Einzigen, die überlebt haben bei uns in der Region. Und ich denke, wir sind eine Ausnahme, weil wir wirklich in allen Bereichen tätig sind, aber wir sind ja nicht die Ausnahme, was die Kommunikationsbereitschaft anbelangt. Das heißt, die meisten Landwirte, okay, die Bauern sind ein stures Volk, das muss man auch dazu sagen, aber die sterben aus. Das heißt, die nächste Generation an Landwirten, die heranwächst, sind wie ich. Die sind geschult, es gibt keine dummen Bauern mehr. Das ist leider so. Und, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Sie können mich gerne widerlegen, aber... Genau, das heißt, ich denke, wir werden mehr werden. Im Moment sind wir vielleicht noch die Ausnahme, was die Bandbreite anbelangt. Das ist ja eine gute Voraussetzung. Das ist ja eine sehr gute Voraussetzung. Und die Kommunikationsbereitschaft, von der Sie sprachen, wobei ich jetzt nicht die Veranstaltung hier übernehmen möchte, die muss man jetzt halt umwandeln in eine Kommunikationsaktivität. Die Bereitschaft alleine reicht da nicht. Die Aktivität ist entscheidend. Aber dafür brauchen wir konsistente Strategien. Und ist das etwas, was Sie vermissen, was Sie jetzt an Carsten Schmal als Ihren Milchpräsidenten einfordern wollen oder worauf wollen Sie hinaus? Eigentlich ja, tatsächlich. Also nicht, ich möchte nicht im Ferdinand sein oder unter. Und Carsten Schmal wird Ihnen erklären, was alles auf dem Weg ist oder auch eine Gegenrede antreten, aber dann fordern Sie es ein. Ich bin ja auch sehr, sehr dankbar für konstruktive Kritik. Also dieser Mann, wenn Sie den Milchjob beim Deutschen Bauernverband übernehmen, dann können Sie schon allerhand an Kritik. Man glaubt gar nicht, was so eine arme Seele alles ertragen kann. Das ist tatsächlich so und ich bin dankbar dafür, dass Sie sich hier committen und auch outen ein Stück weit und erzählen, wie Sie das sehen. Natürlich geht mehr immer. Ich will nur einen Satz dazu sagen, als wir mit dem Thema Sektorstrategie und Branchenkommunikation vor fast 3 Jahren angefangen haben, da haben ja alle gesagt, die ich traf, auch aus der Branche,
Das schafft ihr nie, diese Molkereibranche mit 150, 160 Molkereien in Deutschland. Jeder Molkereichef ist sein eigener Fürst, das meine ich jetzt nicht negativ, aber der hat seinen eigenen Wirkungsbereich. Mit 60.000 Betrieben, jeder Betriebsleiter tickt anders, die Strukturen sind so unterschiedlich. Und da habe ich gesagt, Mensch, wenn alle glauben, das funktioniert nicht, dann lohnt es sich doch gerade mal da reinzusetzen und loszulegen. Ja, und ich war ja nicht alleine. Ich habe ganz tolle Mitstreiter gehabt, die gesagt haben, das ziehen wir jetzt durch. Wir hatten uns das horrende Ziel oder das hohe Ziel gesetzt, wir brauchen 80% der deutschen Milch, damit wir eine Basis, eine Plattform haben, ohne dass es so viele Trittbrettfahrer gibt. Also die meisten müssen mitmachen. Und wie schwer das denn war, das haben wir dann gemerkt, als es zum Schwur kam, wo die alle zusagen mussten. Und da hatte ich Tage mit über 100 Telefonaten und Sitzungen. Und meine Frau hat gesagt, wenn du sowas nochmal anfängst, dann war es das. Aber ich denke, es lohnt sich. Und das ist ja auch mein Antritt bei aller Kritik, die es immer wieder gibt. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir ein paar Prozent der Kritiker nicht erreichen werden. Ich glaube, die gibt es in allen Branchen, die auch nicht mehr bereit sind zuzuhören. Umso toller ist das, was Sie machen. Das machen wir ja zu Hause auf dem Betrieb auch, dass wir Kinder herbeiholen. Da ist aber noch viel Luft nach oben, das sehe ich auch so. Wollte ich gerade sagen, die Kinder sind ja nicht das Problem, sondern Nein. meistens die Eltern. Ja, und so blöd das klingt, aber... Ich habe ja auch einen Sohn zu Hause, der den Betrieb leitet, der ist 24, meine Tochter ist 20, die wird jetzt Krankenschwester, die sich also in einem ganz anderen Umfeld bewegt. Und die sagt zu mir dann auch, Papa, nimmt man euch überhaupt wahr? Ich sag mir, wo es dran hängt und dann können wir vielleicht besser werden. Also ich glaube, da ist was machbar und ich habe die feste Überzeugung, dass da was geht. Und wir brauchen alle möglichen Arten der Kommunikation und wir haben doch auch gute Argumente auf unserer Seite und die Landwirte eigentlich sind die besten Kommunikatoren, die können zeigen, was sie machen. Das haben wir über Jahre hinweg nicht so gemacht, wie es erforderlich war. Was mir Sorge macht, sage ich auch ganz ehrlich, die Landwirtschaft hat sich immer verändert. Ich bin also aus dem Anbindebetrieb, ich melke jetzt seit rund 40 Jahren Kühen, ich bin aus dem Anbindebetrieb gekommen, dann Gummimatte, Gitterrost, dann Tieflaufstall, dann Laufstall. Wir haben voriges Jahr nochmal einen neuen Stall gebaut und das fand ich so witzig, wie Sie das vorhin in Ihrem Eingangsstatement sagten, früher gab die Kuh 7 Liter, heute gibt sie 25. Nein, die geben heute, weil sie sich wohlfühlen, zum Teil noch viel, viel mehr Milch. Das hat doch nichts mit der Turbokuh zu tun oder weil wir die so drangsalieren, sondern weil Tierwohl und all diese Dinge ganz viel besser geworden sind. Wir haben uns angeguckt, was geht nicht, was ist gut für die Tiere. Und aus den Gründen werden die Tiere besser in ihrer Leistung, werden sie älter. Unser großes Ziel ist jetzt, dass die Tiere viel länger auf den Betrieben bleiben sollen. Also da ist viel, was wir kommunizieren können. In dem, was wir machen, da bin ich bei Ihnen. Das könnte immer mehr sein. Und da brauchen wir, und wir könnten diese Abdeckung ja auch hinkriegen. Wir sind bundesweit verteilt und das ist eine Möglichkeit. Wenn ich die jungen Leute sehe, die lesen ja keine Zeitung mehr. Ich habe also einen Auszubildenden. Ich habe viele Jugendliche auch immer mit am Tisch sitzen bei uns. Fragen wir nochmal die jungen Leute. Ja. Nehmen Sie es an? Geht das in die Richtung? Oder? Nicht alle jungen Leute, muss ich dazu. Ich setze mich noch morgens an den Küchentisch und lese die Zeitung. Ah. Ich bin froh, dass ich auf Social Media weiß, wie ich ein Bild poste. Das ist dann sicherlich die Ausnahme wahrscheinlich. Ne? Ja. Okay, können wir vielleicht Sie und Herrn Schmal im Nachgang noch auf eine Currywurst einladen, dass wir da vielleicht mal die Energien bündeln an der Stelle? Okay, mit Essen hat man mich. Okay, Willi Sonntag dazu. Okay. Ich wollte auch noch einen Kommentar dazu abgeben. Ich finde es ganz toll, erstmal, dass Sie sich hier hinstellen und den Mut haben, so toll auch Ihr Vorhaben uns hier darzulegen. Man merkt, Sie haben das auch schon ein paar Mal öfter gemacht, vor Leuten zu sprechen. Das finde ich toll. Also wenn Sie Scout sind oder eben, das würde ich jetzt einfach mal unterstellen, egal. Finde ich toll, finde ich klasse, dass Sie sich engagieren. Und ich finde es auch ganz toll, dass was Sie gesagt hatten, dass jetzt die nächste Generation, dass da nochmal was anderes auf die Betriebe kommt. Ne? Da kommt nochmal eine andere Qualität, glaube ich, auch an Nachfolgerinnen und Nachfolgern auf die Betriebe. Und das, was Sie da beschreiben, ist, glaube ich, einfach auch ein Stück weit dieses Bild, dass wir momentan genau in diesem Prozess drinstecken. Ne? Also wir geben uns an vielen Stellen, und Sie sind das beste Beispiel dafür, ganz viel Mühe, da eine gute Kommunikation zu machen, offen, transparent, auch selbstreflektiert zu sein, was können wir besser machen,
wie stellen wir uns auf, wie können wir uns nach außen eben präsentieren. Das finde ich ganz toll. Aber Sie selber merken eben, da kommen wir noch an Grenzen, das funktioniert da noch nicht, wir haben noch nicht die Durchdringung, wir haben noch nicht die richtigen Strategien. Aber ist vielleicht für Sie ein bisschen unbefriedigend, aber ich glaube, man muss da ein Stück weit auch noch geduldiger sein, weil es ist gerade dieser Prozess, dass die Branche anfängt, und der Branche meine ich Landwirte, auch Verbände, aktiv zu kommunizieren, also aktiv wirklich PR zu machen und auch alle möglichen Arten von Austausch und Dialog auszuprobieren und erstmal zu gucken, okay, funktioniert das? Nee, funktioniert nicht, wir müssen was anderes machen. Deswegen bleiben Sie da tapfer und halten Sie durch und inspirieren Sie möglichst viele andere auch, genau diesen Weg zu gehen. Und sind Sie da auch kritisch und fordern Sie Ihre Verbände heraus, Sie da aktiv zu unterstützen? Weil nur so kommt man, glaube ich, auch an die Leute dran und versteht auch, was da eigentlich los ist. Warum sind wir vielleicht hier in der Kritik? Wo drückt der Schuh? Was kann ich besser machen auf meinem Betrieb? Ich erzähle es dem Nachbar, was da kann der? Ne? Also das ist ja genau das, diese Vernetzung, dieser Austausch, diese Kommunikation untereinander, aber eben auch nach draußen. Und da kann ich Sie nur ermutigen, dran zu bleiben, kritisch zu sein, und eben auch wirklich Hilfe einzufordern, so wie Sie es auch gemacht haben. Also deswegen, finde ich es ganz toll. Punkt ist gemacht. Dankeschön. Wilhelm Brüggemeier. Ja, Frau Dr. Sonntag, Herr Lützenkirchen, ich freue mich, dass wir hier diese Diskussion so führen können. Aber habt wirklich die ernsthafte Frage, haben wir wirklich die Chance, dass wir die 82 Millionen Verbraucher in Deutschland für Lebensmittel, für heimische Lebensmittel, für Milch und so weiter sensibilisieren können, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen? Sie haben es in Ihrem Eingangsstatement sehr schön dargestellt. Sie sind erfolgreich 50 Jahre alt geworden und haben sich um Milch eigentlich nicht gekümmert. Entschuldigung, um Milch nicht gekümmert und haben es konsumiert und haben das so hingenommen, obwohl ich jetzt mal davon ausgehe, dass Sie ein sehr interessierter Mensch sind. Und wie viele andere haben wir, die nach dem Motto Geiz ist geil aufgewachsen sind und die fünfmal oder siebenmal die Woche, nein, siebenmal ist seit neuestem, Lebensmittel einkaufen, aber andere Produkte vom Handy angefangen über die Uhr, über das Auto, eine Investition ist, die vielleicht einmal im Jahr vorkommt oder alle 5 Jahre oder sonst was, und das Interesse, sich dann zu informieren, ein sehr viel Größeres ist. Das heißt, wird nicht von dem größten Teil unserer Gesellschaft das Lebensmittel und auch damit die Milch als ein Stück Daseinsvorsorge betrachtet, und es muss da sein, man muss sich nicht drum kümmern, es muss in Ordnung sein, man muss sich nicht drum kümmern. Und wie kriegen wir es dann dahin, Frau Dr. Sonntag, dass wir die über Jahre schon stattfindenden Bemühungen, Informationen an den Verbraucher zu kriegen, wie kriegen wir es dann hin, dass er da auch wirklich zuhört und es mitbekommt? Und wenn ich dann einmal den Vergleich mache, wir gucken auch gerne über den Tellerrand, in andere europäische Länder, da hat der Stellenwert des Essens, der Lebensmittel mehr damit zu tun. Und wenn wir jetzt über Lehrer schimpfen, über Journalisten schimpfen, über Politiker schimpfen oder sonst was, alles, was in diesen 62 Millionen drin sind, sind auch diese Berufe. Also das heißt, das ist doch etwas, was wir in unserer Gesellschaft feststellen, und an uns liegt es nicht. Wir möchten gerne mehr informieren, aber kommt nicht zu häufig ein großes Desinteresse dahin? Ich wohne direkt vor Bielefeld, also das, was wir da alle an Besuchern haben, ist vollkommen klar. Ist noch ein Dorf, darf ich dazu sagen. Und die einzigen Kühe, die da rumlaufen, sind unsere, und die sind direkt am Dorfplatz. Und dann sagte mir da irgend so ein zugezogener Bürger, der jetzt mittlerweile in diesem Dorf wohnt, ja, und das Schade ist, dass hier gar keine Kühe mehr auf der Weide sind. Und die hätten ihm bald mit der Zunge hinten die Haare abgebissen. Also von der Seite ist das meiner Ansicht nach so ein bisschen da, wo ich die Sorge habe, wie kriegen wir diese 82 Millionen Menschen sensibilisiert, dass sie sich für diese Themen interessieren? Das ist ja eine gute Frage, Herr Brüggemeier, herzlichen Dank dafür, dass Sie ihn aufmachen. Ich würde sie auch gerne an Sie beide mal weiterspielen. Es gibt ja auch heute schon Biomilch, es gibt Heumilch, es gibt Weidemilch. Warum sind da eigentlich nicht abends immer die Paletten leer im Supermarkt, Herr Lützenkirchen? Wie erreichen wir da unsere Verbraucher? Da kann ich jetzt erstmal nur als Verbraucher antworten, an mir liegt es nicht. Weil ich kaufe da alles ein, was ein gutes Gefühl vermittelt. Ob es dann immer gerechtfertigt ist, ist eine andere Sache, aber es vermittelt auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ich würde gern den Ball aufnehmen und aus meiner Sicht als Kommunikationsberater sagen, erstmal wäre mein Anspruch nicht, über Nacht 82 Millionen Menschen zu erreichen.
Dafür habe ich weder die Mittel und auch gar nicht die Aussicht, dass das gelingen kann, weil sie haben einfach eine gaußsche Normalverteilung der grundsätzlichen Ablehner und was weiß ich. Das kennen wir gerade aus einem anderen Thema ja auch. Aber mein Anspruch wäre es, den maximalen nötigen Aufwand möglichst viele zu erreichen. Und zwar nicht kurzfristig als einen Impuls, sondern mit einer gewissen Ausdauer und nachhaltig, dass es belastbar ist. Da sind wir wieder bei dem Thema Schule. Wir sind aber auch bei dem Thema Medien. Die letzte Woche gab es ja eine höchstrichterliche Entscheidung zum Thema Rundfunkgebühren. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich immer ein bisschen wundere, was mir in den Medien angeboten wird. Ich habe zu den Themen, die wir heute besprechen, bin wirklich ein Medienkonsument, kein großes Angebot wahrgenommen. Also ich kriege wahnsinnig viele Tierfilme über irgendwelche Laubfrösche in Südafrika und Elche in Finnland angeboten, die tagelang beobachtet werden, aber eine fundierte Aufklärung darüber, was Landwirtschaft zu leisten vermag und wo möglicherweise auch die Herausforderungen liegen, das Angebot ist aus meiner selektiven Wahrnehmung jetzt dünn. Das wäre auch so ein Ansatz, wo man mal drüber sprechen kann. Ich habe gerade hier bei dem interessanten Beitrag verstanden, dass Sie sagen, es gibt zu wenig politische Lobbyarbeit. Ich glaube, das sehen Sie anders. Sie werden da wahrscheinlich einen großen Aufwand betreiben. Und ich würde jetzt auch mal ohne Detailkenntnis zu haben, aber reingefühlt sagen, dass das Thema politisch sehr gut platziert ist. Ob es dann immer auch erfolgreich ist am Ende eine andere Sache. Aber das wären so Ansätze, die ich da sehe. Schule spielt für mich eine große Rolle. Medien spielen für mich eine große Rolle, Angebote aus der Landwirtschaft an die Medien, sich den Themen in einer Weise zuzuwenden, die keinen Gefälligkeitsjournalismus ausmacht nachher, aber einfach fundierte Informationen dann nach sich zieht. Das wären die Wege, die ich da beschreite, ohne den Anspruch zu haben, 82 Millionen Menschen katholisch zu machen. Das wird nicht gelingen. Wir brauchen eine Mehrheit und die muss sich hier entwickeln. Wie Sonntag. Genau, also da würde ich direkt einhaken. Das ist, glaube ich, nicht das Ziel und ich glaube, so haben Sie es auch nicht gemeint, dass wir jetzt über Nacht alle quasi bekehren wollen oder auch entsprechend umkrempeln wollen. Darum geht es, glaube ich, nicht. Es geht immer um so eine Art kritische Masse auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht es ja auch, ich nehme den Begriff jetzt nochmal auf, um niederschwellige Angebote. Also das heißt, man hat als Verbraucher, und da nehme ich mich auch mit ein, wenn es um andere Themen geht, nur eine begrenzte Lust und Zeit, sich zu informieren. Also das heißt, meine Informationssuche hält sich für gewisse Produkte einfach in Grenzen. Und das ist so, und das, denke ich, wird man auch nicht umgekrempelt bekommen. Was wir immer mehr sehen, ist, dass das Thema Labeling enorme Popularität bekommt. Wenn Sie jetzt einen Joghurt kaufen, da finden Sie, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Label drauf. Das ist schon teilweise viel zu viel Information. Auch teilweise überfordernd, weil die sich auch widersprechen, danke. Ne? Das heißt, Sie haben auf der einen Seite ein Tierwohl-Label und auf der anderen Seite haben Sie jetzt ein Klima-Label. Wie entscheide ich mich da als Verbraucher? Also das wird auch irgendwie immer schwieriger, da eine nachhaltige, wenn ich das denn möchte, oder auch tiergerechte Entscheidung zu treffen. Also das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch dafür plädieren, Informationen ein Stück weit aus der Branche heraus besser verfügbar zu machen. Aber auch auf das abgestimmt, was eben auch Verbraucher wollen oder was auch gerade so ein Stück weit der Trend irgendwo ist. Ne? Und der Trend, wir hatten es auch schon kurz angesprochen vorhin, ist, dass wir einen Wertewandel haben. Also dass immer mehr Dinge in den Fokus rücken, wie Tierwohl, wie Klimaschutz, also Nachhaltigkeit, nachhaltig im Sinne von Langfristigkeit, von wirklich Beständigkeit. Das sind Dinge, die interessieren, die auch eine gewisse Emotionalität auslösen bei mir als Verbraucher und für die ich vielleicht auch empfänglich bin. Und ich glaube, das können wir uns noch mehr zunutze machen. Und bei Lebensmitteln ist es so, dass wir da noch mehr mit Emotionen spielen können, aber eben auch gucken, diese Label, die jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnen, gerade auch im Tierschutzbereich, ich glaube, da geht die Reise hin. Aldi hat ja da auch ein Stück weit einen Flock eingerammt. Das wird vermutlich die Marschrichtung sein. Ich
will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das wird wahrscheinlich so eine Art von ja, wirklich Marschrichtung für die Haltung der Tiere auch ein Stück weit bedeuten. Das ist nochmal ein ganz spannender Punkt, vielleicht auch mal in Richtung Carsten Schmal. In der Automobilbranche, da gibt es ja eine Handvoll großer Hersteller und ich denke, die setzen auch die Impulse im Markt. Da haben wir in der Landwirtschaft ja eine andere Struktur. Wir haben viel mehr und viel kleinere landwirtschaftliche Betriebe. Wer setzt da eigentlich die Impulse? Ist es am Ende Aldi oder wer macht es? Ja, es ist tatsächlich so, dass der deutsche Lebensmittelmarkt sicherlich einer der umkämpftesten ist. Wir haben da 3, 4, 5 große, die auf der einen Seite beim LEH stehen und wir haben demgegenüber Tausende von Anbietern, wenn ich jetzt mal die Milchbauern jetzt mal nehme oder die Molkereien. Das ist natürlich ein Ungleichgewicht, wo wir schon immer sagen, ja, wenn da viele Anbieter sind und dort wenige Abnehmer, das ist immer ein Problem. Die Molkereien wären immer in der Lage, dass irgendeiner ausschert und das Angebot dann macht und den Preis nach unten macht. Das ist sicherlich so. Auf der anderen Seite will ich ganz klar sagen, mit den Labels bin ich manchmal auch überfordert. Das ist tatsächlich so. Ich kaufe selten ein. Aber ich gehe rein aus Interesse schon mal in den Supermarkt, um mir das Ganze im Milchregal auch mal anzuschauen. Und letztendlich ist das, was wir jetzt auch begonnen haben mit der Branchenkommunikation, sicherlich auch vom Volumen her, was finanzielle Untermauerung angeht, sicher erst ein Anfang. Also Kommunikation kostet auch sehr, sehr viel Geld. Und ja, ich bin bei Ihnen, dass Sie haben Aldi angesprochen mit Vorstoßhaltungskennzeichnungsstufe 3 und 4. Also diese Geschwindigkeit, in der wir uns bewegen bei diesen Themen, die macht es schon unheimlich schwer und anstrengend, dort auch hinterherzukommen. Natürlich können wir als Branche, als Milchbauern, wir können viele Anforderungen erfüllen. Wir haben über Jahre Tierwohl verbessert, Ställe aufgemacht, Laufhöfe gebaut, dass die Tiere offen Frontställe, das, was für Tierwohl gut war, viel Bewegung, viel Platz. Das fällt uns jetzt beim Klimaschutz mit der CO2 und Fußabdruck und Methanausstoß so ein bisschen wieder auf die Füße. Da sagt man, oh Gott, das müsst ihr eigentlich verringern. Da sind wir jetzt dran, Techniken zu finden, dass das eine das andere nicht komplett ausschließt. Also das ist schon viel, was da an Herausforderungen auf uns zukommt, die sicherlich lösbar sind, aber dann muss am Ende auch ein Preisschild dran. Und in Deutschland, das ist auch angesprochen worden, haben wir eine Verbraucherschaft, die sehr wohl auf den Preis guckt. Da sind einige wenige, die sich das erlauben und die Biomilch, die teure, aus dem Regal nehmen. Aber viele kaufen auch die Handelsmarke, weil sie es sich vielleicht nicht anders leisten können. Aber weil bei uns auch so ein, ja, vorhin wurde gesagt, Geiz ist geil, will ich gar nicht sagen. Aber die Deutschen geben nur 10, wenn man die Spirituosen dazu nimmt, 11% ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Das kenne ich von Frankreich und von der Schweiz zum Beispiel, die dicht an uns dran sind, ganz anders. Also Wertschätzung, die uns jetzt auch zu Zeiten von Corona, weil wir in der Lage sind, regionale Produkte zu bieten. Ich komme aus Hessen, wir haben das große Rhein-Main-Gebiet dort vor der Haustür, viele Verbraucher. Wir sind mit unserer tierischen Produktion in Hessen gar nicht mehr in der Lage, diese Menschen alle zu versorgen und trotzdem gehen dort die Regale nicht leer. Also Wertschätzung muss dann am Ende für den Tierhalter auch bedeuten Wertschöpfung. Es muss sich wirtschaftlich drehen, sonst schlägt er einen anderen Weg ein. Und bei Kommunikation, da müssen wir uns auch im Klaren sein, das Rad dreht sich schneller, die Anforderungen werden schneller anders werden und wir werden darauf reagieren müssen. Also das ist kein Status quo, sondern das ist ein Ding, was sich ständig weiterentwickelt. Hm. Werden Sie dabei eigentlich 100% der Betriebe mitnehmen? Oder muss man auch eingestehen, da wird es am Ende auch ein paar Pappenheimer geben, die wollen diese Standards, die wollen diese ehrgeizigen Ziele nicht mitgehen und dann muss man auch überlegen, wie weit man die mitnimmt. Ja, so ehrlich muss man denn auch sein. Es gibt auch im Bereich der Milchviehhaltung Haltungsformen, die wir in Zukunft nicht mehr so weiter transformieren können. Das heißt, der Landwirt ist dann für die Frage gestellt, ich stelle mein Haltungssystem um, dann muss ich investieren, dann muss auch eine Möglichkeit gegeben sein, dass diese Investition sich in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich trägt oder er steigt aus dem System aus. Also das ist so, wir haben jedes Jahr zwischen 2 und 3,5% Strukturwandel. Und das ist tatsächlich so, wir sind jetzt auf den Laufstallbetrieb gekommen, der wird weiterentwickelt, die Liegebuchten werden verändert. Also da ist ja ganz viel, was Tierwohl angeht, auf dem richtigen Weg die Veränderung eingeschlagen. Und sicherlich ist es so, dass nicht mehr jede Haltungsform in den nächsten 20 Jahren Bestand haben wird. So ehrlich müssen wir sein. Hans Stöcker.
Ja, ich habe ja auch mal eine Frage so ein bisschen. Sie hatten ja eben schon gesagt, in der Gesellschaft sehen wir einen Wertewandel. Wir sehen, dass sich auch gewisse Trends schneller vollziehen als wie noch früher, auch mit den sozialen Medien. Ja, wir als Landwirte denken mehr in Generationen und auch in der Milchwirtschaft. Und da haben wir zum Beispiel so ein Beispiel auch gehabt. In der Milchwirtschaft war eigentlich Butter und Milch immer das Höchste. Wir haben 30 Jahre lang gehabt, wo unsere Ärzte, unsere Gesundheitsexperten gesagt haben, Butter ist eine Cholesterinbombe, deswegen lieber pflanzliche Fette in die Produkte. Das hat dazu geführt, dass die Premium-Kindernahrung im Endeffekt mit pflanzlichen Fetten aufbereitet wurde. Heute ist man einen Schritt weiter. Unsere Gesundheitspäpste sagen, nein, das Butterfett ist eigentlich das Wertvollste, was wir kennen. Die Premium-Kindernahrung ist wieder Butterfett drin. Jetzt meine Frage, wir sehen heute eben eine Tendenz, dass eben pflanzliche Produkte wieder mehr nach vorne gebracht werden, Milchersatzstoffe. Und jetzt meine Frage an Sie, brauchen wir jetzt auch wieder 30 Jahre, um eben entsprechend die Vorteile zu bringen? Oder können Sie, Sie sind Medienfachleute, uns Ratschläge geben, wie man diese eigentlich Kenntnis schneller wieder nach vorne bringen kann? Herr Lützenkirchen, wer muss jetzt was machen? Ja, auf eine Schulter lässt sich das wahrscheinlich nicht dann bringen. Ich glaube aber, dass, und da wollte ich eben darauf hinaus, wir haben jetzt über die Aspekte Tierwohl, Naturschutz, Landschaftsschutz und sowas gesprochen, Klimaschutz, nochmal zurück auf das Produkt selbst. Das ist mir jetzt auch in der Diskussion aufgefallen und auch in der Vorbereitung. Die Milch hat ein Stück weit diesen Lifestyle-Faktor, wenn ich das mal so marketingdeutsch sagen darf, verloren. Das ist diesen Milchersatzprodukten gelungen. Ja, da legen die Leute 2 Euro, 2,50 Euro hin für Reis, Mandel, Hafer und andere Milchprodukte. Und ich musste jetzt vorhin, als Sie zu Recht von den Händlern sprachen, daran denken, was mir letzte Woche aufgefallen ist, als ich da im Chiemsee im Urlaub war. So langsam lernen Sie meinen ganzen Urlaub hier kennen. Wir waren in einem Edeka-Markt. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Und wir gingen in diesen Markt und ich konnte gar nicht umhin, einem sehr gut ausgebildeten Promoter in die Arme zu laufen, der mir sehr geschickt, er hat mir bestimmt 10 Minuten meiner Zeit dann da geraubt, aber hat es gut gemacht, die Avocado näher gebracht hat. Gesagt, probieren Sie doch mal eine Avocado. Die war da aufgeschnitten und er hat erklärt, woher die kommt und was die kann und wie ich die verarbeiten kann und warum das jetzt momentan ernährungsmäßig für mich die beste Wahl wäre und wie ich die zubereiten kann und so weiter. War wirklich exzellent darauf geschult und hat es dann auch geschafft, dass wir prompt welche mitgenommen haben, was aber weniger an mir lag. Und hat diese Frucht sozusagen mit so einem Lifestyle-Label verargumentiert. Und das ist der Milch möglicherweise unverschuldet ein bisschen verloren gegangen. Ich bin kein Fachmann, aber offensichtlich betreiben andere, die Ersatzprodukte haben, nicht die Avocado, sondern eher diese Ersatzmilchprodukte, einen nicht unerheblichen Marketing- und Kommunikationsaufwand, diese Produkte ins rechte Licht zu rücken. Und möglicherweise muss man neben den eben schon erwähnten Akteuren Schule, Bildung, Vorbereitung aufs Leben und damit auch als Verbraucher und Medien, Informationsangebote, vielleicht noch einen dritten Akteur bei die Kandare nehmen. Vielleicht ist das jetzt naiv, ja, aber es sind ja nun mal Handelspartner von Ihnen, wenn auch kräftige mit Muskeln. Aber die haben ja ein Interesse daran, dass sie gute Produkte in ihren Auslagen haben. Und wenn ich in Köln in meinem Rewe-Markt da an der Käsetheke vorbeimarschiere, dann könnte ich mir fast Turnschuhe anziehen, so lang ist die. Das Produkt scheint ja in verschiedenen Ausprägungen zu funktionieren, aber möglicherweise muss man dieses Urprodukt nochmal wieder ins rechte Licht rücken. Nicht jetzt Klimaschutz und wie wird die Kuh ernährt und wo steht sie, das auch. Das ist ein anderer Aspekt, aber vielen Menschen reicht wahrscheinlich ein Impuls, erstmal wieder die Milch zu entdecken als guter Nahrungsbeitrag, der im Supermarkt verfügbar ist. Und möglicherweise muss das
auch ins Kalkül gezogen werden, dieser Handelspartner, der Point of Sale im Marketingdeutsch. Da habe ich den direkten Kontakt. Vielleicht muss man da einen größeren Aufwand betreiben. Bin aber kein Marketing-Spezialist, das würden Sie sicherlich vielleicht besser noch beurteilen können als ich. Das ist ja eine spannende Frage und der ein oder andere hat ja auch durchaus die These, dem Handel ist es fast egal, für den zählt am Ende der Umsatz pro Quadratmeter Ladenfläche und was er da verkauft, ist dann die andere Frage. Aber Willi Sonntag, wie würden Sie denn die Vorteile der Milch da klüger kommunizieren und ist der Handel da ein Partner, um das zu tun? Ja und nein. Also ich würde ganz gerne noch mal kurz wieder einen Schritt zurückgehen. Also es ist tatsächlich so, dass die Wahrnehmung, glaube ich, dieser Ersatzprodukte extrem hoch ist. Also auch hier in Berlin, wenn Sie durch die Straßen fahren, laufen, wie auch immer, es gibt sehr, sehr viel Außenwerbung von, oder gab es eine Zeit lang von Oatly. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist eben auch ein Hafermilchproduzent. Und was, wenn man weiß, was das kostet, dann kann man sich hochrechnen, was die für ein Marketingbudget haben. Das ist der Wahnsinn. Ne? Und wie bitte? Und trotzdem noch hohe Margen. Genau, die würden das nicht machen, wenn es sich nicht lohnen würde. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist eben die Frage, wer würde das denn äquivalent oder könnte das äquivalent für die Milch machen? Und ich weiß nicht, ob wir da so weit gehen können, dass das eben die Händler oder eben die Einzelhändler wirklich machen würden. Das stelle ich jetzt mal zur Frage. Aber gibt es nicht eben Verbände, die da ähnliche Interessen haben und da ähnliche Marketingbudgets vielleicht, also nicht wie Oatly, das ist, glaube ich, utopisch, aber dass es da vielleicht eben Möglichkeiten gäbe der besseren Bewerbung, immer in das eben auf das abgestimmt, was aber auch gerade irgendwo wichtig ist für die Leute und für die Verbraucher. Ne? Also ich glaube, eine plakative, irgendwie unreflektierte Werbung und Etikettierung ist, glaube ich, an der Stelle auch nicht richtig. Also es muss schon irgendwie auch das drin sein, was draufsteht und es muss auch das draufstehen, was gerade den Nerv trifft. Und natürlich ist gesunde Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Nerv. Ne? Und da ist die Milch mit Sicherheit ein wichtiges Lebensmittel. Aber es gibt eben, und das hatten Sie ja auch angesprochen, auch ganz viele, die das mittlerweile kritisch sehen. Und ja, ich weiß nicht, ob man die da noch wieder erreichen kann, aber es gibt vielleicht auch viele Unsichere. Und die erreichen Sie mit Sicherheit eben durch eine entsprechend bessere, andere Aufgestaltung. Aber wie gesagt, wir hatten da auch ja vielfach die Diskussion in der Vergangenheit, dass dann eben Tiere auf der Weide abgebildet sind, die nie eine Weide gesehen haben. Also sprich Verbrauchertäuschung. Auch da geht Vertrauen verloren. Also es muss eben auch eine transparente und auch glaubwürdig authentische Deklarierung, Bezeichnung, Labeling, wie auch immer sein, um da auch nachher eine gewisse erhöhte Zahlungsbereitschaft hervorzurufen. Herr Schmal, hat die Branche da eine Flanke gelassen? Müsste die Branche einen Akteur wie Oatly oder wie andere diese ganzen Milchersatzprodukte, die ja durchaus auch sehr aggressiv, ja teilweise auch mit einer Art Attitüde herangehen, wo sie eben auch die Konkurrenz schlecht machen und eben die Nachteile der Milch betonen, muss man sich vielleicht nicht auf die Gangart einlassen, auf den Stil, aber müsste man diesen Wettkampf energischer annehmen? Ja, da bin ich eigentlich überzeugt von. Wir müssen uns der Herausforderung stellen. Und es ist ja so, wir reden im Moment, wenn wir über diese Milchersatzprodukte, diese Haferdrinks oder wie sie auch alle heißen, Mandel, Soja und so weiter, wenn wir die sehen, dann reden wir von einem Marktanteil 3-4%. Wenn man sich das Regal anguckt, die stehen mit im Kühlregal, obwohl diese Produkte gar keine Kühlung brauchen. Also die sind ja bewusst platziert, dass der Verbraucher schon vielleicht auch sogar aus Versehen an so eine Packung gerät. Ich erwähne wieder mal meine Tochter. Wir hatten eben Edeka, die war am Samstag bei Rewe und schickte mir ein WhatsApp-Foto und schrieb drunter, Papa, guck mal, das ist alles keine Milch. Das war viel mehr als diese 4%. Die man jetzt Marktanteil hat, das war ein Drittel des Milchregals, was daneben war. Und denn, Sie haben den Preis genannt, also da standen 1,96 €, 2,05 €. Also das Doppelte wie unsere Trinkmilch für diese Ersatzprodukte, da frage ich mich doch, mein Gott, was haben die an
was ist für die oder was haben die, was Milch nicht hat, damit man die zu dem Preis denn und Wachstumsraten, ich habe mich ja auch so ein bisschen vorbereitet, in den letzten 5 Jahren 62% Wachstumsrate. Also auch für den Handel sicherlich nicht nur ein Umsatzbringer, sondern auch ein Margenbringer und ein Produkt, was sich lohnt, ins Regal zu stellen. Und ja, da sind wir ganz klar gefordert. Und ich sehe die Frau Wried als da hinten stehen, vielleicht sagt sie auch noch ein Wort dazu. Also da sind wir klar gefordert, da eine Antwort drauf zu geben und mal zu zeigen, warum Milch so sexy ist. Klare Ansage. Frau Sonntag, Sie hatten sich noch gemeldet und dann bin ich auch auf Sie gespannt. Genau, dazu eben noch eingehakt. Was diese Ersatzprodukte ja ein Stück weit eint, ist, dass sie mega fancy Verpackungen haben. Also da fängt es ja schon an, dass das anders aussieht, andere Schriftarten, irgendwie andere Gestaltung, der Karton fässt sich anders an. Und ich weiß nicht, der ein oder andere kennt das vielleicht, es gibt teilweise auch aus der Milchviehbranche auch Bestrebungen, das so zu machen. Hemmelmilch ist ein Beispiel, die eben auch versucht, nochmal einen anderen Weg bei der Verpackung zu gehen beispielsweise. Das ist nur ein Beispiel, aber das stimmt halt auch das Gesamtpaket irgendwie für den Verbraucher, glaube ich. Aber auch da gibt es, glaube ich, einfach noch Spiel... mir fehlen heute manchmal Spielraum. Danke. Vielleicht mal die Wörter. Pardon. Das wollte ich noch dazu sagen. Frau Wried. Ja, vielen Dank. Kerstin Wried, Initiative Milch. Ich fühle mich jetzt bemüßigt, hier auch mal herzukommen, weil Sie liefern mir ja ganz viele Vorlagen auch sozusagen, auch in der Forderung, dass wir niedrigschwelliger kommunizieren müssen, dass wir dahin gehen müssen, wo die Konsumenten sind, dass wir ihnen die Botschaften der Milch eben auch gut verpackt bringen müssen, ihnen die Milch auch nochmal neu zeigen müssen. Ich sage extra nicht erklären. Ja? Also auch Milch nochmal wirklich neu inszenieren. Und das ist das, wofür wir jetzt ja angetreten sind im Sommer als Branchenkommunikation, wo wir auch gerade auf dem Gas stehen, dass wir genau diese Bühnen bauen, die wir brauchen. Ich bin in den letzten Interviews und das Interesse an Milch ist riesig, kann ich Ihnen dazu sagen. Also in den vielen Interviews, die jetzt kommen, werde ich ja immer gefragt, auch zu den Pflanzendrinks, und die machen einfach ein richtig gutes Impression-Management. Das fängt mit Packaging an, das geht über taktische Zweitplatzierung im Handel weiter. Man denkt, das gehört denen alles und am Ende ist es eine Zweitplatzierung, die gekauft ist. So, und Milch ist groß. Also über 90% haben die zu Hause im Kühlschrank. Und ich sehe schon, dass wir teilweise vielleicht sie im Kühlschrank haben, aber nicht immer so im Herzen. Ne? Diese emotionale Bindung an Milch, wie wir sie jetzt auch vielleicht meine Generation noch stärker hat, wächst sich ein Stück raus. Und da müssen wir ran. Das würde ich aber überhaupt nicht verloren geben. Da ist ganz viel Potenzial. Und wir machen in dieser Woche gerade auch tolle Fokusgruppen, auch mit der Zielgruppe, mit jungen Leuten, die uns ganz viel darüber erzählen, wie wichtig ihnen Milch ist. Und die darauf warten, dass die Milch ihnen erzählt, was da gut ist, die sie bestätigt. Und wenn wir das mal ganz nüchtern in Daten runterbrechen, dann sehen wir, dass es einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die sehr loyale Milchverwender sind, sehr regelmäßig, sehr viel. Und dann so einen Teil, der sich ein Stück zurückgezogen hat aus Milch, der auch in Parallelverwendung ist und den wir jetzt erstmal auf der Prioritätenliste haben in der Kommunikation, um da auch wirklich ranzugehen und zu sagen, guck, das kann Milch. Also um diese Rückversicherung zu geben und zu sagen, das ist gut. Weil das ist das, was wir da jetzt gerade anekdotisch eben auch raushören. Das ist eine gewisse, ja, da sind Fragen, die müssen beantwortet werden. Da ist eine kleine Verunsicherung drin. Aber wir haben ja Antworten darauf. Und das, was die Verbände dazu an Know-how haben, was da an Köpfen drin ist, ne? Also was da an Kompetenz da ist, das ist ja was, wo ich mich jetzt auch gerade seit 3 Monaten quasi durchwühle und eben auch gucke, wo sind da die Ansatzpunkte, was können wir Konsumenten davon erzählen. So. Und das wird in Kürze auch losgehen, insofern, weil Sie auch fragten, wann kommt die PS dahinter? Bald. Also und möglichst schnell. Aber wir wollen es eben auch sehr überlegt tun, einfach um ganz gezielt auch dahin zu gehen, ganz neudeutsch Targeting zu betreiben, damit wir auch wirklich an den relevanten Plätzen sind. Der digitale Raum wird da drin eine riesen Rolle spielen, weil wenn Sie überlegen, wenn Sie sich über ein Produkt informieren wollen, wer schlägt da ein Buch auf? Also man geht zur Suchmaschine und wenn ich Milch google und als erstes kommt utopia.de,
dann weiß ich ja, wo die Reise hingeht. Das heißt, es ist für uns mit ein KPI, wirklich in Suchmaschinen auch eine gut performante Seite zu bauen und durch alles, was wir tun, zu befeuern, dass wir da wirklich auch mitreden. Und ich sage nicht Krieg, das ist nicht Krieg, wir wollen Diskurs. Wir wollen aber auch einfach präsent sein. So, an der Stelle, wo dieser Diskurs anfangen kann. Herzlichen Dank dafür. Und ich habe eine Frage aus dem Zuschauerkreis an den Bildschirm, die geht so ein bisschen in die Richtung. Da schreibt die Kollegin Gierse Westermeier, die Erwartungen an die Branchenkommunikation sind hoch. Das haben wir ja hier auch noch mal gemerkt, werden wir nachher auch noch mal der Currywurst vertiefen. Welche drei Tipps haben Sie, Herr Lützenkirchen, an Frau Wried für eine erfolgreiche Kampagne? Ja, sehr gute Frage. Aus der hohlen Hand jetzt geschüttelt. Erstmal klar die Unterscheidung, aber das machen Sie sicher, die Unterscheidung von Kommunikation und Marketing. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist offene Informationsangebote mit maximaler Transparenz. Und der dritte Aspekt ist Kontinuität. Also, dass ich heute noch die Milch macht's im Kopf habe, hat sicherlich damit zu tun, dass ich das mehr als einmal gehört habe. Dann räumen wir in der Richtung noch mal ein paar Fragen mehr ab. Da fragt Esther von Beschwitz, Frau Sonntag, würden Sie Mefia denn konkret raten, die von Ihnen genannte Zwei-Wege-Kommunikation zu verbessern? Sehr gute Frage, freue ich mich immer. Zwei-Wege-Kommunikation heißt ja, ich spreche ein Gegenüber an und höre demjenigen zu und versuche in einen Dialog zu kommen. Und wenn das überhaupt schon mal gemacht wird, ist das schon mal ganz toll. Und es zeigt ja auch wieder das, was ich gerade vorhin angesprochen hatte, dass es da auch schon eine gewisse Fortschrittlichkeit gibt und eben auch eine Selbstreflexion, was ich ganz toll finde, muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen. Und die zu verbessern, fängt auch wieder davon an, auch es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, aber beim Zuhören, indem ich einfach schaue, was versucht das Gegenüber mir zu sagen und inwieweit kann ich das annehmen, inwieweit kann ich darauf reagieren. Da gibt es eben die verschiedenen drei Strategien, die wir dazu haben. Also auf der einen Seite sind das eben vertrauensbildende Maßnahmen, dass ich wirklich authentisch bin, dass ich transparent bin, dass ich offen bin. Dann gibt es eben noch so eine zweite Strategie, dass ich mir irgendwelche Verbündete ins Boot hole, also irgendwelche beispielsweise NGOs oder irgendwelche gut anerkannten Vertreter, die dann quasi meine Glaubwürdigkeit unterstützen. Das ist aber eher für eine eher groß angelegte Kommunikation als jetzt für die Einzelne auf dem Hof. Ich glaube, darauf zielte die Frage ab. Und das Dritte ist diese Wertekommunikation, also in der es darum geht, zu gucken, worüber reden wir eigentlich? Was sind das für Werte, die da vielleicht dahinter stecken? Hat das Gegenüber einfach Sorge, dass es dem Tier nicht gut geht? Ne? Wenn er sagt, ja, warum werden da so viele Tiere jetzt gehalten oder warum wird das Kalb von der Kuh getrennt oder solche Fragen? Ne? Worum geht es da eigentlich? Und inwieweit kann ich mich auf diese Ebene, auf diese emotionale Ebene begeben und darauf eben antworten? Und ich glaube, das sind ganz gute Werkzeuge, um erstmal diese Zwei-Wege-Kommunikation zu verbessern, ohne jetzt da ein konkretes Beispiel zu kennen. Aber so ganz grundsätzlich würde ich ihr das jetzt mit auf den Weg geben. Mhm. Gibt es auch Bereiche, wo Kommunikation dann echt an Grenzen stößt? Das ist vielleicht die nächste Frage. Daniel Küssner fragt, wie ist mit Ideologen zum Beispiel, Klammer auf Peter, schreibt er, kommunikativ zu begegnen? Diese Organisationen betreiben sehr intensiv Öffentlichkeitsarbeit, womit sie unser Image schädigen. Darf ich da noch was zu sagen? Ja, gerne. Das ist fast meine Lieblingsfrage immer. Also, wenn jetzt hier zum Schluss nur Lieblingsfragen kommen. Ich mag die Frage deshalb, weil sie sehr gerne gestellt wird und es ist nochmal unterstreicht, dass gerade solche Organisationen wie Peter hochprofessionalisiert sind und dass sie auf einem sehr, sehr professionellen Niveau kommunizieren. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, aber sie haben eine wahnsinnig
gute, in Anführungszeichen, PR, weil sie mit sehr vielen Emotionen arbeitet und mit sehr, sehr aufgeladenen Bildern, mit sehr extremen Positionen. Das ist natürlich auch einfach und schön, aber es hat eine irre Wirkung an der Stelle. So, und das Zweite an der Frage ist, wie man mit entsprechenden Vertretern kommuniziert. Man muss immer sagen, man kann nicht kommunizieren, aber Kommunikation stößt auch irgendwo an Grenzen, insbesondere dann, wenn sie sehr verletzend ist, unter die Gürtellinie geht oder auch wirklich existenzbedrohend ist. Immer dann wird's schwierig mit, ich mache eine Wertekommunikation, versuche dann gleich gemeinsamen Nenner zu finden. Das wird nicht gelingen. Ne? Also es gibt einfach auch Gruppen, mit denen können Sie keine, oder Vertretern oder Menschen, wie auch immer, da gibt es keinen gemeinsamen Nenner, da werden Sie sich nicht einig, egal wie gut Sie kommunizieren, egal was für eine tolle Strategie Sie anwenden. Und das muss man einfach auch wissen, dass es ein Stück weit auch an Grenzen stößt, inwieweit ich wirklich das Gegenüber überzeugen kann oder mit dem kommunizieren kann. Da geht es dann eher um zu gucken, um mich da auch selber ein Stück weit zu schützen oder abzugrenzen, weil es dann ja auch irgendwann gefährlich werden kann, ne? Also auch mit Rufschädigung oder wie auch immer, sehr verletzend. Und da geht es dann eher zu gucken, sich da eher rauszunehmen und zurückzunehmen und zu sagen, okay, dann an der Stelle findet jetzt hier keine Kommunikation oder keine Diskussion mehr für mich statt. Das muss man auch immer dazu sagen, dass nicht immer eine Kommunikation auf einem gesitteten Weg möglich ist. Punkt ist gemacht. Herr de Vries. Ja, das war genau das Stichwort, was ich eigentlich brauchte. Ich habe in die ersten Vorträge eigentlich zwei Themen aufgeschrieben. Das war einmal der Auftrag Kommunikation und irgendein hat über Fakten gesprochen. Und genau da hapert es. Wir können eigentlich nur mit wissenschaftlichen Fakten argumentieren und wir leben in postfaktischen Zeiten. Das ist meine Erfahrung aus inzwischen 8 Jahren Bundestag und das ist meine Erfahrung, wenn ich im Lande unterwegs bin. Fakten zählen nicht mehr, es sind die Emotionen, haben Sie gerade auch mehr oder weniger bestätigt. Aber wie damit umzugehen? Also Auftrag Kommunikation. Unser Bauverband hat dafür den Tag der offenen Hof ins Leben gerufen. Wir haben da Jahre mitgemacht. Aber glauben Sie, dass ein offener Hof zieht? Sie müssen eine halbe Art Kermis organisieren, damit die Leute kommen. Wir sind so weit gegangen, dass wir einen Bus haben fahren lassen zwischen Zerbst, das ist bei uns 10 Kilometer, und den Betrieb. Weil wir haben die ersten 3, 4 Jahre immer wieder die gleichen Leute gesehen, aber nie neue. Die trinken gerne eine, die essen gerne eine. Aber das war nicht die Idee. Die Idee war, unser Betrieb, unsere Produktionsweise authentisch darzustellen. Ich kann Ihnen sagen, ein Landwirt, der seinen eigenen Betrieb vorstellt, ist authentisch, kriegt auch sehr wenig negative Bemerkungen dann. Na gut, ein paar Idioten gibt es immer. Aber nur die Fakten zählen dann nicht mehr. Es geht um die Emotionen. Warum trennt man einen Kalb vom Kuh? Da kommen die Emotionen. Und da muss man sehr stabil in die Diskussion sein, um dann erklären zu können, warum es sowohl für Kind als Mutter, nicht Kalb und Kuh, sowohl für Kind als Mutter besser ist, dass man die Infektionskette unterbricht. Das wollte ich einfach nochmal darstellen. Wir haben den ganzen Abend sehr gute Diskussionen gehabt, aber alles auf Fakten basiert. Und da verlieren wir in der Landwirtschaft. Wir müssen viel mehr die Emotionen spielen lassen, wenn wir den Verbraucher erreichen wollen. Ja, das war schon fast ein schönes Schlusswort und mit Blick auf die Uhr kommen wir da auch gleich hin. Trotzdem an so einem Abend wie heute finde ich es immer ganz gut, wenn vielleicht auch der Praktiker noch mal ein Wort sagt. Was nehmen Sie aus der Diskussion mit? Sie haben ja durchaus auch kritische Töne bekommen, aber vor allen Dingen auch viel Bestärkung und auch noch mal gute Ratschläge. Herr Schmal, was nehmen Sie aus diesen Vergleichen und aus diesem Abend mit? Ja, für mich ist ganz wichtig, zum einen auch hier noch mal auch von bereichsfremden Personen, nicht wertend, aber sie haben sich mit Milch erstmal wieder neu befasst, mitzunehmen, dass wir sicherlich auf einem guten Weg schon sind, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, das auch so zu machen, dass der Verbraucher uns auch wahrnimmt.
Kees de Vries hat eben gesagt, faktenbasiert, wir leben in einer anderen Zeit. Ja, das sehe ich zum Teil auch so. Aber ist ja dann auch immer die Frage, wir als Landwirte sind es gewohnt, faktenbasiert zu argumentieren. Dann sage ich immer, wollen wir uns auf das Niveau von anderen begeben? Fragezeichen, das ist ja auch dann immer die Frage, die man sich stellt. Aber ich denke schon, Emotion gehört mit dazu, wenn man mit Milch weiter vorankommen will. Ich bin auch davon überzeugt, und das ist ja auch mein Antritt, ich bin ja im Grunde und im Herzen Milchviehhalter. Mein Hobby ist immer Melken, sage ich, wenn ich zu Hause bin, stehe ich im Melkstand, dass die Landwirte eigentlich die authentischen Personen sind. Und wenn man Umfragen glauben darf, dann werden die Landwirte als Person immer relativ oben im Ranking stehen, aber die Landwirtschaft hat eigentlich den Touch, oh Gott, Massentierhaltung und. Also ich denke, wir müssen aktiv was machen. Ich bin auch mir sicher, dass die Geschwindigkeit, in der Veränderung an uns herantritt, zunehmen wird in den nächsten Jahren. Das heißt, wir werden uns nicht zurücklehnen können. Wir werden diese Geschwindigkeit annehmen müssen. Und mein Antritt ist dann, so viele Betriebe wie möglich auf diesem Weg nach vorne mitzunehmen, weil ich glaube, dass Deutschland, oder ich bin fest davon überzeugt, dass Deutschland ein Standort ist, aufgrund der natürlichen Gegebenheiten, aufgrund vieler anderer Faktoren, wo eine moderne Milchviehhaltung stattfinden soll und auch stattfinden wird. Und das ist eigentlich mein Antritt, auch zu sagen, wir müssen den Weg weitergehen, vielleicht müssen wir die Geschwindigkeit auch erhöhen. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir nicht alle in der Bevölkerung erreichen werden. Der Illusion wollen wir uns gar nicht hingeben. Wir müssen uns konzentrieren, dass wir gewisse Bevölkerungsgruppen vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, das ist mir ganz wichtig, mit Informationen wie auch immer versorgen, und dann werden wir auch in diesem Bereich Erfolge erzielen. Ich finde, das ist ein guter Ausblick. Und bevor Wilhelm Brüggemeier die Aufgabe hat, den Laden nochmal zusammenzubinden, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Ich habe heute Abend gelernt, dass es ein paar Parallelen zur Automobilbranche gibt, aber auch eben nur ein paar. Und vor allen Dingen habe ich gelernt, dass beim Diesel die Schlacht schon verloren ist, während wir bei der Milch eine kontroverse Diskussion haben, die wir am Ende auch als Branche stehen können. Doch wenn wir die stehen wollen, dann müssen wir ehrliche Lösungen anbieten, dann müssen wir mutig kommunizieren, müssen wir vielleicht noch offener kommunizieren, dann müssen wir auch Diskussionen führen, wo man auch zuhört, wo man vielleicht auch mit einer Haltung reingeht, dass der andere zumindest auch ein Stück weit recht haben könnte. Und ich glaube, wenn wir das alles tun und wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, dann werden wir da auch noch eine ganze Menge erreichen können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen drei für die spannenden, für die kontroversen Einblicke. Ich bedanke mich bei Ihnen an den Bildschirm für die vielen Fragen. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Wir hatten irgendwie eine technische Panne. Die Fragen aus dem Publikum, die kamen erst so 10 Minuten vor Schluss rein und dann konnte ich sie noch aufnehmen. Da hatten wir irgendwie ein WLAN-Problem, sonst hätte ich die vorher schon stärker eingestreut. Ich bedanke mich für die regen Wortmeldungen. Ich versichere, dass wir nachher auch noch uns bei der Currywurst zusammenstellen werden und wir doch den einen oder anderen guten Impuls für die Öffentlichkeitsarbeit und vielleicht auch die etwas fanzigere Verpackung. Einige Molkereigrößen sind ja auch im Raum, die werden wir dann auch noch mit dazu nehmen. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge geschaffen, auf das sich noch aufbauen lässt. Ich sage herzlich Dankeschön und ich übergebe das Wort an Wilhelm Brüggemeier. Ja, Herr Schulze-Steinmann, meine Damen und Herren hier auf dem Podium und alle, die zugehört haben und die vielleicht jetzt auch noch die überzogene Zeit, Herr Steinmann, akzeptieren. Das ist jetzt nach Herrn de Vries die dritte Zusammenfassung, die ich mache. Von der Seite seien Sie gefertigt, seien Sie darüber sicher, ich werde mit einer guten Stunde auskommen, denn das war ein wirklich hochinteressante Diskussion. Ich wünsche uns nur, Herr Lützenkirchen, dass wir nicht mit der Milch in die Diskussion, in das Fahrwasser von Diesel geraten und dass es irreparabel wird, das Vertrauen, was unsere Verbraucher in die Milch haben. Ich gehe davon aus, dass diese kontroverse Diskussion, die wir heute ja auch geführt haben, von unseren entsprechenden Gremien, von unseren Initiativen dann auch geführt wird und dass wir dann vielleicht aus der eigenen Blase ein Stück weit weiter rauskommen. Wünsche mir aber auch, dass das wertvolle Lebensmittel Milch, was ja ernährungsphysiologisch, ich sage das mal vorsichtig, nicht vergleichbar ist mit diesen Lifestyle-Produkten, die Sie gesagt haben, ihr Potenzial, wo es drunter leidet, nämlich keine gute Marge zu haben und damit in einer Gesellschaft, in einer Reklamegesellschaft, sage ich jetzt mal ganz plump, in einen gewissen Nachteil geraten ist, diesen Nachteil dann auch ausgleichen kann.
Ich habe mitgenommen, dass Carsten Schmal als Milchpräsident sehr deutlich gemacht hat, dass wir in der Landwirtschaft, in der Milchwirtschaft offen sind für Veränderungen, dass wir gerne vieles an Wünschen unserer Verbraucher, unserer Bürger akzeptieren, aber es muss bezahlt werden. Und da sind wir eben nicht, wer weiß, wie stark drauf eingegangen, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Bereich. Mich hat gefreut, dass Sie, die sich, Herr Lützenkirchen, sich wenig bis lang mit Milch beschäftigt haben, erstmal ein gutes Verhältnis dazu haben und auch einen sehr interessanten Aspekt reingebracht haben, dass Milch ein Kulturgut ist. Milch und Milcherzeugung. Und wenn wir unsere Landschaft sehen und dann mal davon ausgehen, wie Grünland gemacht wird, wie Urlaubsregionen gemacht werden, dann ist das mit Sicherheit mit Lifestyle-Produkten nicht so einfach, als wenn wir weiterhin hier eine Milchproduktion in Deutschland haben und das dann eben auch im Einklang mit dem Verständnis unserer Bevölkerung. Und Frau Dr. Sonntag, Sie haben gesagt, die Branchenkommunikation muss intensiviert werden. Da sind wir heute auch bei, bin ich ganz bei Ihnen. Ich freue mich auch, wenn Frau Fried, wo sitzt sie da hinten? Da hinten sitzt sie jetzt eben, saß sie da noch, dass sie diesen Wunsch dann auch aufnehmen kann mit der Initiative Milch und dass sie das dann auch zu dem Erfolg führt, den wir letztendlich alle brauchen. Denn ich gehe schon davon aus, dass wir in dieser Gesellschaft, ich hatte das vorhin mit meiner Frage versucht auch anzusprechen, schon ein Bürger-Verbraucher-Paradoxon haben, dass er auf der einen Seite fordert, auf der anderen Seite aber nicht bereit ist, das Geld in die Hand zu nehmen. Das unterscheidet uns so ein bisschen, nicht vom Diesel, aber von der Automobilindustrie, möglicherweise auch von der Unterhaltungsindustrie. Und wir brauchen dafür, und ich glaube, das ist wieder das, was Carsten Schmal gesagt hat, es muss bezahlt werden, wir brauchen dafür den Verbraucher, der bereit ist, dieses Geld dann auch auszugeben, dass diese Initiativen, die wir jetzt haben, dass das, was an Lebensmitteleinzelhandelsforderungen kommt, was als Labeling, Sie haben das als eine Chance dargestellt, Frau Dr. Sonntag, dann auch passiert, uns herausbringt aus der Nische, was wir ja an vielen Markenprodukten erlebt haben, dass es schlichtweg nur eine Nische war, sich nie aus der Nische hat entfernen können. Denn hier geht es um wirklich sehr viel Volumen und dieses Volumen kann nur gewuppt werden, wenn der Verbraucher mitspielt. Von der Seite, glaube ich, ist Branchenkommunikation, ist Imagewerbung unheimlich wichtig. Ich bedanke mich bei allen, dass wir dies heute haben, hier so schön hinkriegen können. Und natürlich, wie das dann so ist bei Dialog Milch, diejenigen, die hier am meisten Arbeit gemacht haben, die kriegen dann natürlich auch ein ganz kleines Geschenk mit nach Hause. Und da darf ich unsere Damen bitten, dass sie einmal hier vorbeikommen. Dann könnten wir das direkt machen. Dankeschön. Frau Dr. Sonntag, wie das so ist. Vielen Dank. Das werde ich tun. Vielen Dank. Das für dich selbstverständlich ja, auch. Ne? Vielen Dank, Wilhelm. Und Herr Schulz-Steinmann, vielen Dank nochmal für die Moderation. Herzlichen Dank. Sehr schön. Und ich hoffe, dass so eine Veranstaltung, Nachfolgeveranstaltung findet. Und jetzt kommen wir zu den Gesprächen bei der Currywurst. Die sind auch ganz wichtig. Und leider muss ich natürlich sagen, dass die Herrschaften, die am Bildschirm das verfolgt haben, an dieser Stelle das Hintertreffen haben. Denn die Currywurst über dem Bildschirm, die schaffen wir noch nicht. Trotzdem wünsche ich allen einen guten Abend und noch viel Freude an der Diskussion mit Milchthemen und hoffe, dass wir uns dann an anderer Stelle mit größerer Runde live dann wieder treffen können. Vielen Dank.